Herzlich willkommen zu Telespiel Late Night. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Telespiel Late Night. Nach einem Jahr, wenn ich mich nicht irre, ich hoffe es zumindest, dass es so ist, haben wir uns wieder zusammengefunden für die guten Neujahresvorsätze. Und unser Vorsatz ist eigentlich immer der gleiche. Wir machen eine Folge und es wird dann auch eine, halt eine. Und das wäre dann dieser Beitrag für dieses Jahr. Genau, wir machen monatlich wieder eine Folge. Ja, genau. Wer weiß, vielleicht schaffen wir zwei. Ich meine, es sieht gut aus. Es ist ein gutes Jahr, sage ich jetzt mal im Voraus. Und für diese wundervolle Folge für das Jahr 2018 ist wieder mit dabei der Scorpius. Hallo. Der Sunny Fox. Hallo. Und ich selber, Konsolenchrist am Mikro, der sich einfach mal dreist selber ankündigt. Aus zeitökonomischen Gründen. Wir hatten uns das letzte Mal mit dem N64 und seinen großartigen 3D-Fähigkeiten beschäftigt und dabei recht ausführlich. NES Mini. Oh. Das war die Folge vor zweieinhalb Jahren, die vorletzte. Wir wissen eigentlich nicht mehr, was wir letztes Mal gemacht haben. Genau. Nein, Quack. Also wir haben uns letztes Mal genau mit dem NES Mini beschäftigt und konnten nicht anders, als dabei auch wahnsinnig viel über die Switch quasi out of topic zu schnacken. Und da waren wir alle eigentlich uns recht einig. Ich weiß noch, Scorp hatte sowas gesagt wie, oh, ist ja interessant, dass wir alle so skeptisch dem gegenüber sind. Und ich hatte mir gedacht, oder wir denken uns, es ist doch mal spannend zu schauen, wie sich jetzt unsere Sichtweise nach einem Jahr geändert hat oder auch nicht geändert hat. Ich würde erstmal anfangen mit dem hochverehrten Scorp und seinen jetzigen Stand seiner Meinung gegenüber der Nintendo Switch. Ja, also ich habe mir erstmal direkt eine geholt. Wann kam die genau raus? März, oder? Ja, kann sein. Ja, genau. Also da war ich relativ am ersten Tag dabei. Und habe mir dann natürlich auch gleich das Zelda mitgenommen. Um mich dann ein Wochenende lang mit meinem Vater einzuschließen, um selige NES-Zelda-Tage nochmal aufleben zu lassen. Dein Papa hat das immer mit dir gezockt? Ja, nö, also er hat zugeguckt und ich habe gezockt. Also da hat er. Also wie damals, so, was spielst du denn da? Das ist Zelda. Oh, ja, genau. Also das war damals wie heute, ne? Also mit Joypads und so hat er keinen Bezug. Also ich habe dann immer gespielt, aber dann haben wir halt gemeinsam gerätselt, ne? Was weiß ich, da mal den Stein drücken und hier mal den Baum verbrennen. Wieso heißt das Spiel so. Zelda, der Typ aber Link und wieso sieht der Typ aus wie ein Mädchen? Ja, Scott, genau. Was ist denn das da auf deinem Atari? Nein. Also der war da schon ganz begeistert dabei. Das war gar nicht, fand er schon auch gut. Und dann haben wir uns das jetzt halt mal in neu auch mal angeguckt. Das auf der Switch. Und das ist ja auch sehr schön geworden, das Spiel. Und das haben wir uns natürlich aber auf dem Fernseher angeguckt. Also nichts mit Mobil oder so. Also mein Vater vor so ein kleines Mäusekino zu setzen, das wäre dann vielleicht nicht so passend gewesen. Genau. Ja, also genau, ich habe es mir dann also geholt, wie gesagt, und ja, aber so furchtbar viel habe ich damit jetzt tatsächlich nicht gespielt. Also ich lese im Forum tatsächlich, dass sich Leute das geholt haben vor ein paar Wochen und jetzt schon 100 Stunden auf der Uhr haben, also da kann ich nicht mitreden, das ist bei mir nicht so. Ich habe auch das Zelda nicht sehr weit gespielt bisher. Muss ich nochmal von vorne anfangen, ich weiß gar nicht mehr, was da so los war. Aber hat Spaß gemacht. Ja, das war schon ganz gut. Dann nehmen wir das mal als erste Impression und leiten dann gleich mal weiter zu Sven, der sich das Gerät wahrscheinlich auch berufsbedingt allein schon zum Release geholt hat. Wirklich so hauptsächlich eher zum, auch aus privaten Gründen. Ne? Also ich habe es auch direkt am ersten Tag geholt und dann auch mit, natürlich ist Zelda dabei. Viel mehr gab es ja auch gar nicht, ne? Oder? Bomberman? Nee, es gab am Anfang, also Zelda hatten wir dabei, One to Switch hatten wir dabei. Das ist ja eigentlich ganz. Ich hab's so nicht sagen. Ja, es ist natürlich. Das hätten sie auch dabei legen können, ne, finde ich. Eigentlich schon. Das. So vom Gehalt her. Ich hab die gerade in der Hand. Das ist quasi deren. Weniger spektakuläres Wii Sports beziehungsweise Nintendo Land. Das hätten sie echt dabei packen können oder drauf installieren können, wenn sie das Plastik sparen wollen. Ja. Oder? Ja. Das stimmt. Da gebe ich dir
Vollkommen recht. Vollkommen recht. Nee, und ich glaube. Ich glaube, dass das war es. Ja, wie gesagt, so viel mehr gab es jetzt. So ein Just Dance hat mich jetzt nicht wirklich gereizt. Nee, nicht? Ich weiß nicht. Ich dachte, dafür hast du das Ding geholt. Nur deswegen. In so Tanz-Leggings-Outfit und so. Ist es raus? Nee, und das waren so mit, und dann hast du natürlich eigentlich das ganze Wochenende, haben wir dann auch, also die haben wir erstmal Zelda gezockt und habe auch den großen Fehler gemacht, bin erst, oh geil, Open World und erstmal durchgerannt und wunderte mich dann ab irgendeinem Gebiet, warum ich überhaupt nicht mehr vorbeikam, warum ich keine Chance hatte, ich mal ständig platt gemacht wurde und dann ist dann irgendwann so, naja, realisiert habe, dass es eigentlich dumm ist, direkt erstmal quer durch diese ganze Prärie da zu laufen, sondern sich erstmal den Charakter, die Figur zu entwickeln. Weil ich dachte, das ist ein Scheißspiel, total unfair. Und, ne, aber, heißt ja der Profi am Werk, ja. Gleich so ein Kommentar geschrieben, so gleich so ein Review vorab gemacht, viel zu schwer. Spiel, Nintendo hat's verkackt. Ja. Hier der Beweis nach ein paar Sekunden. Genau. Ganz genau, ne? Ja, und dann war ja, ich glaube, ein Download-Titel habe ich, glaube ich, nicht so viel. Ich habe mir so ein paar Neo Geo-Spiele geholt, die es, glaube ich, mal irgendwie ein bisschen im Angebot gab. Da habe ich mal ein bisschen zugegriffen. Und ansonsten habe ich mich, also jetzt habe ich noch ein paar Dinge, aber vielleicht waren wir ja erstmal am Anfang, zu dem Anfang der, genau, der Konsole. Und ja, ich war dann doch, also es hat dann doch, also Zelda, finde ich, ist ein wunderbar schönes Spiel. Ich weiß, man muss mal nichts, ist, also der Moment, wenn Nintendo mal was bei Zelda richtig falsch machen sollte, ist, glaube ich, noch ein bisschen weit hin. Es sieht natürlich schön aus und macht natürlich, ja, ist ein hammergeiles Spiel. Aber ich muss dazu sagen, dass seitdem ich die Switch besitze, ich sie noch nie mitgenommen habe. Also ich habe sie noch nie draußen benutzt. Also für mich ist auch eher eine stationäre Konsole eigentlich. Also diesen Nutzen, wie Nintendo ihn uns ja in Anführungsstrichen vorgaukeln will. Ja. Ja gut, aber das liegt natürlich auch daran, Sani, dass du nicht auf so einer hippen Dachterrasse... Ja, das ist es. Wer jetzt nicht folgen kann, Scorp spielt hier, denke ich, auf diese coolen Nintendo-Werbespots, die sich an die Apple-Crowd richten. Ja, gut, alle halt, und außerdem spielt er natürlich auch kein Basketball. Bitte. Das sind nur halt die beiden. Und spielt neben dem Basketballfeld Videospiele. Ich habe noch nie jemanden neben dem Fußballfeld FIFA spielen sehen. Genau. Das ist gerade geiler. Leck mir am Arsch hier. Ja. Macht euch doch die Knie kaputt. Ja. Dummen Idioten. Ja, die Werbung, also gut, die Werbung mit dem Basketball, die war sehr komisch. Aber die mit dem Balkon, dass dann alle auch spielen und dann guckt man mal rüber, lässig. Natürlich ist auf der Dachterrasse gegenüber gerade eine Party. Man sieht sich direkt und geht mal rüber. Das ist so diese Nintendo-Welt. Ja. Alkohol, heiße Schicks, aber da hinten auf der anderen Terrasse spielt einer einsam allein Switch. Also gehe ich natürlich rüber. Und bin, ja, okay. Das war, trotzdem hat die Werbung wesentlich besser funktioniert als die Wii U-Werbung. Die Wii U-Werbung war furchtbar. Ach so. Ja, eben. Erstmal, sie ist nicht. Nee, ist ja so. Erstmal, sie ist wenig gelaufen. Und dann war da so, die haben halt versucht, das für die Wii zu kopieren, die ganze Familie. Dann haben sie Steffi Graf mit ihrem Mann dahingesetzt und die saß da, oh, da kann man ja mit Schütteln spielen, das ist ja voll toll. Und dann saßen da die Kinder, ich mag diese Konsole. So mega schlecht nachsynchronisiert. Und saßen dann alle in so einem weißen Raum und haben gespielt. Und ich habe gedacht, wen zum Henker soll das ansprechen? Also das war furchtbar. Die Werbekampagne für Wii U hat überhaupt nicht gezogen. Vorne bis hinten nicht. Und da die Switch-Werbespots waren ein bisschen sehr albern, aber die hat zumindest, also jeder kannte sie irgendwie, jeder hatte die gesehen, sie waren weit verbreitet, sie liefen sogar im Fernsehen und sie waren auch, da nicht Japan sie diesmal selber produziert hat, sondern Nintendo of America, finde ich, wesentlich mehr auf den Westen zugeschnitten. Ja, also genau, Harley Davidson macht auch so eine Werbespots mit irgendwelchen kleinen Motorrädern
wo alle hip sind und irgendwo stehen und sich freuen, dass da noch einer kommt mit dem Motorrad und so. Also kann schon sein, dass das so die Richtung geht. Ja, ist halt doch sinnvoller, ne? Ich meine, wir wollen jetzt irgendwie mit den Angels werben, so, die dann da rumfahren und irgendwie. Nein. Sven, ich wollte dich nicht. Ich habe mir überlegen, die Wii U-Werbung, an die ich mich überhaupt null erinnern kann. Aber es passt ja eigentlich so. Du sagtest, sie ist halt wenig gelaufen. Mhm. Und wenn man dann jetzt auch vergleicht die Wii U mit der Switch, allein was jetzt mal den Erfolg, den kommerziellen Erfolg angeht, da liegen ja dann auch schon ziemliche Welten dazwischen. Ne? Ja, natürlich. Das Ding hat jetzt über 10 Millionen verkauft. Die Wii U hat in 5 Jahren 13 Millionen überhaupt nur geschafft. Mal damit man so eine Vorstellung hat. Der GameCube hat sich noch über 20 Millionen mal verkauft. Auch die erste Xbox hat 30 Millionen geschafft. Nur damit man sich das mal so vorstellen kann. Und die Wii war halt weit über 100 Millionen, glaube ich. Damit man mal sieht, also 13 Millionen, 5 Jahre eine Konsole ist sowohl für Nintendos eigene Standards und auch verglichen mit anderen Herstellern sehr wenig. Und wie zufrieden mag Nintendo mit den 10 Millionen in einem Jahr sein? Oder ist ja noch nicht ein Jahr, ne? Ich glaube, es liegt über den Erwartungen. Die allerdings, muss man auch sagen, diesmal nicht so hochgeschraubt wurden. Wie damals, also bei der Wii U waren sie sehr großkotzig. Also bei der Wii U war das ja so, naja, wir produzieren ja die Nachfolge der Wii, also das will ja jeder haben. Da wird ja auch jeder für entwickeln. Also da brauchen wir auch erst im Jahr oder so wieder selber einen Titel für rausbringen, weil die Dritthersteller wollen zu uns. Wir sind jetzt eine Core-Gamer-Konsole. Ja, genau. Also ich denke mal, das war ja mit der große Fehler. Nintendo ist davon ausgegangen, dass sie mit der Wii U das Kunststück mit der Wii einfach wiederholen können, weil sie gedacht haben, jeder, der eine Wii hat, der kauft sich auch die Wii U. Der Haken war aber, dass halt wirklich diese Casual Gamer, die ja, weiß ich jetzt mal grob geschätzt, 80% der Wii-Spieler ausgemacht haben, ja einfach gesagt haben, nö, wir haben die Spiele, die wir haben wollen, da brauche ich jetzt keine neue Konsole. Ja, und wir haben halt auch jetzt, also ich denke jetzt zum Beispiel jetzt so klassische Casual-Zocker, so meine Familie, da war es halt so, da war Wii, oh, voll cool, macht voll Spaß und jetzt sitzt mein Vater da, nö, ich habe World of Tanks, ich habe ein Tablet, also das ist kein Interesse, ja, ist so, das ist so klassisch, auch meine Mutter, nö, ich habe Candy Crush, so, die haben null Interesse mehr an der Wii oder an der Wii U. Ja. Und deren Casual-Bedürfnis ist so ein Tablet, das sie eh schon haben, oder ein Smartphone, voll ausreichend. Ja, und da ist es ganz gut, dass Nintendo mit der Switch wieder zurückgegangen ist und gesagt hat, okay, wir gehen jetzt auf die Gamer wieder aktiv zu und zeigen, hier, guckt mal, ihr zockt viel, ihr findet das geil, auch am Sportplatz daneben mit euren Freunden richtig zu spielen, aber habt dann auch Bock, danach eine Runde Basketball online zu spielen und wir geben euch die Möglichkeit, hier, ihr könnt das überall machen. Und das ist dann, denke ich mal, doch so eine Geschichte, die hier besser gezogen hat. Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Also es ist halt, ich würde jetzt mal quasi, also ich war ja auch mega, mega skeptisch dem Gerät gegenüber, weil ich einfach die Wii U am Anfang gekauft hatte und mich von der Wii U und auch von Nintendos Marketing und Nintendos Firmenstrategie enttäuscht sah. So. Weil ich finde, sie haben mit der Wii U viele unnötige Fehler gemacht. Die wir jetzt ja auch schon zum Teil angesprochen hatten. Und deswegen, aber ich habe halt einen Kollegen hier in Berlin, der halt total gehypt war von dem Ding. Und die ganze Zeit, Zelda ist schon so gut wie draußen und bla bla bla. Und ich habe mir freigenommen für den Tag, wo das Ding rauskommt. Und ich so, Ja, genau, der sich auch extra freigenommen hatte und dann sofort zum Mediamarkt hin. Ich habe gedacht, ja, ich kann mir so ein Ding ja auch holen. Ich hatte überlegt, ja, ich kann mir das auch für die Wii U holen. Die habe ich ja eh, das Zelda, weil es ist ja für beide rausgekommen. Und meinte dann zu meiner Freundin, ja, ich muss das auch nicht kaufen. Ich kann das ja für die Wii U holen. Und die guckte mich so voll skeptisch an. Was redest du da für ein Quatsch? Das ist keine Frage, dass wir Nintendos Konsole kaufen. Ja, also war echt so ihre Haltung so, bitte? So erst mal eine Ohrfeige verpasst. Nee, das war für sie so eine Selbstverständlichkeit, als wenn du das Ding dir nicht gleich holen würdest. Also bitte. Wer bist du? Mit wem rede ich? Ja. Und ja, dann bin ich halt am Tag noch hin, als es rauskam, zum Mediamarkt. Und da war dann halt dieser klassische, bärtige, technikähnliche Mediamarkt-Verkäufer, den ich dann gefragt hatte, ja, hier steht das Schild, aber wo ist die Switch? Und er, ja, genau, wir haben noch eine Switch, der war gut und ist weggegangen.
Ja. So typischer Berliner, nach Motto, mein Tag ist gerettet. Ich konnte einen Kunden unglücklich machen. Geil. Und ja, dann bin ich noch zum anderen Laden hin und überall das Gleiche. Und dann haben sie halt hier in den Medien schon davon berichtet, also hier in den lokalen Berliner Medien so, überall ausverkauft, Leute standen am Abend schon an und all sowas. Und das war weg. Bei der Wii U war es so, die kam wochenlang nicht, weil die einfach kaum bestellt wurde, kein Interesse. Dann kam sie an, dann stand, war das voll der Ladenhüter, die Wii U, der ganze Release war total gefloppt hier in Deutschland. Die hatten doch die bei der Wii U hatten sie doch die, da gab es doch diese Zombie-U-Edition. Und die war ja vorher angeblich ausverkauft. Die Leute haben die ja schon auf eBay ihre Pre-Orders für ein Höllengeld weiterverkauft. Hier, oh, die ist ausverkauft, die kriegst du nirgendwo. Und dann gehe ich beim Release-Tag der Wii U, gehe ich hier in den Bad Homburger Saturn, ein riesen Stapel mit Zombie-U-Views. Und ich denke, ja, ich nehme dann mal eine, ne? Und ja, aber wirklich. Ja, also, und das, genau, das Gegenteil war natürlich dann bei der Switch der Fall, ja. Genau, es war total verwirrend bei der Wii U. Also in Kiel ist sie damals gar nicht angekommen. In Hamburg lag sie auf Halde so gefühlt. Weißt du? Weil, also das war ein ganz merkwürdiger Konsolen-Release. Und bei der Switch kann man tatsächlich sagen, die war überall vergriffen. Also da war ein Rieseninteresse, weil halt für die paar Dinger, die sie am Anfang hergestellt haben, mit Zelda eben das Spiel da war. Was jeder auch zum Release haben wollte. Ja, ist das der System-Seller gewesen, ja? Also nicht die Features Anfang, der Konsole so, sondern doch wieder dann die Software. Das wäre ja mal. Ich würde jetzt einfach mal, ohne es mit Zahlen belegen zu können, behaupten, ja. Ich glaube, Zelda ist 5 Millionen Mal verkauft worden. Genau, und in der Anfangsphase war es so, dass fast deckungsgleich, also am Anfang sind, weiß ich nicht, Konsole und Spiel am Anfang los, irgendwie 2 Millionen, ein bisschen mehr oder so, ging am Anfang weg oder 3. Und fast nicht ganz, aber fast genauso viele Zeldas gegenüber dem Ladentisch. Mhm. Das heißt, du kannst wirklich sagen, wer sich das Ding gekauft hat, hat es als Zelda-Konsole betrachtet. Mhm. Und es ist für mich berechtigt, weil ich fand, also ich bin dann vielleicht noch euphorischer da oder so, aber es gibt nicht viele Spiele, wo ich sehr viel Zeit reingesteckt habe. Das ist vielleicht ein Europa Universalis, ein Civilization, Skyrim, es gibt nicht viele. Red Dead Redemption, also es ist echt eine kleine Liste von Spielen in meinem Leben, wo ich ganz viel Zeit reingesteckt habe. Oh, echt krass. Und das ist für mich etwas Ungewöhnliches. Ich habe tatsächlich auch die Komplettlösung, dieses Buch und alles mir gekauft und so. Ich auch, ja. Weil mein Kollege das, also, weil er ist total, oh geil, und hier, ich bin schon so weit, immer mir Bilder geschickt hat über WhatsApp und so, du musst auch zocken. Bin ich zu ihm hin, er ist schon total dabei, er so, oh, du musst spielen und alles. Und das ist wirklich gut, das Spiel. Also es ist nicht, was ist perfekt, ne? Also es ist nicht perfekt, ich mag diesen Cell-Shading-Look nicht. Damit werde ich nie Freund. Ich finde das nicht ästhetisch. Aber ich finde, es ist so eigentlich das, was ich halt an selber mochte und was ich in den vorigen nicht gefunden habe. Die vorigen waren so storylastig und so linear und Twilight Princess war so Schlauchlevel. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Was ich halt am Super Nintendo und am NES geil fand, war dieses Gefühl, ich kann überall hinlaufen und mir alles angucken. Und das ist halt in dem Spiel so. Ich habe das Gefühl, ey, da hinten ist irgendwas, das ist eine Truhe. Ich glaube, da ist irgendeine Höhle. Ich laufe da mal hin. Und das kann dieses Spiel irgendwie total toll. Und dann findest du da hinten auch irgendwas. Und so habe ich die meiste Zeit immer in dem Spiel verloren. Ich habe natürlich auch alle Schreine später mir geholt. Du hast schon auch was geschafft in dem Spiel. Ja, du bist nicht nur die ganze 400. Ich habe es durchgespielt. Das ging auch recht schnell. Ganon ist auch sehr leicht. Das ist ja auch das, was alle kritisiert haben. Oh, voll leichter Endboss und voll öde. Aber dann fing das Spiel eigentlich erst an. Dann habe ich nämlich diese 120 Schreine. Davon habe ich irgendwie nur 40 oder 45 selber gefunden. Okay. Und ab da brauchte ich schon die Lösung. Und die Komplettlösung ist so geschrieben, dass selbst wenn das Ding dir sagt, da und da ist der Schrein. Ich habe immer nicht geguckt, wie in dem Schrein was gelöst wird. Das fand ich irgendwie schummeln. Aber ich wollte immer wissen, wo er ist. Und selbst wenn ich das wusste, habe ich ihn manchmal noch ewig gesucht. Ja, okay. Weil die wirklich echt gut versteckt sind, diese 120 Dinger. Und ich wollte es halt schaffen, alle zu kriegen. Und weiß ich nicht, ich kann ja schlecht sagen, ein Spiel ist nicht großartig, wenn es nicht das schafft, dass ich, weil es gibt super, ich habe so viele, was weiß ich, Japaner-Rollenspiele und so rumliegen, die auch solche Sachen haben, wo ich immer dachte, ach nö, ich habe den Endboss geschlagen, ist okay. Muss jetzt nicht noch mehr spielen, weißt du, und das war hier anders. Hier hatte ich echt, die Schreine haben mir, glaube ich, mit am meisten Spaß gemacht, diese Rätsel, weißt du? Ja, die sind schon. Ja, da bin ich halt voll drauf eingestiegen. Nee, ich die sind schon wirklich sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Haben mich aber auch teilweise hier und da ein bisschen annähernd in die Weißglut getrieben, aber trotzdem sehr fair. Oh, es gab dieses eine, gab es, wo du mit dem Hammer diese Kugel hauen musstest und dann musste sie irgendwo ganz hinten reinfallen. Oh, das habe ich halt mit meinem Kumpel gespielt gehabt und dann saßen wir da und dann ting, 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 schuh und wieder daneben gefallen und wieder daneben gefallen und nochmal geladen und wieder daneben gefallen. Ey, wir haben da echt einen ganzen Nachmittag gebraucht,
haben es dann, irgendwann habe ich es durch Glück geschafft. Und dann, yeah, und super, und voll gejubelt. Und dann habe ich das Spiel mir ja selber dann geholt. Und dachte so, oh Gott, nein, jetzt muss ich das wieder mit dem Knie. Nee, nee. Und dann habe ich es auch nicht geschafft. Und da hatte ich dann, das ist das einzige Schrein, das fiel mir nämlich gerade an, ist doch ein Schrein, wo ich dann eine Lösung geguckt habe. Eine Lösung stand, ja, man muss nicht den Hammer benutzen, den man im Schrein findet, sondern das Schwert. Und wo ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Ihr habt einen fetten Hammer direkt daneben gestellt, nur mit zu sagen quasi, genau, benutzt sie nicht. Oh, das ist so mies. Weil tatsächlich, der normale Impuls wäre ja auch, sein Schwert dafür zu benutzen. Aber jeder denkt sich Nintendo-Logik, naja, da ist direkt ein Hammer daneben. Also wie, und mit dem Schwert geht's denn leichter, oder was? Doch, mit dem Schwert geht's leichter. Der Hammer, der direkt daneben zu kriegen ist, ist überhaupt nicht leichter. Der macht es schwerer. Okay. Boah, ja, aber vielleicht hast du es erst dann durchgespielt, wenn du es auch mit dem Hammer geschafft hast. Da kommt das eigentliche Ende, dann stellt sich am Ende raus, genau, und das Link das alles nur geträumt hat. Mit dem Schwert, das kann ja jeder. Ja, also wie gesagt, die Handlung war nicht doll. Also das war auch, dir wurde ja am Anfang schon alles erzählt, was passiert ist. Du hast ja keine Geschichte aufgedeckt oder so. Und was mich halt auch frustriert hat, wenn du es durch hast, es soll jetzt kein krasser Spoiler sein, aber es ist halt so, man sieht ja diese Burg, also Hyrule, die ganze Zeit mit dieser Verheerung darüber, oder wie das heißt. Ja, von Ganon. Diesen lila Wolken, und es sieht alles traurig aus und alle, oh Mensch, kannst du uns nicht mehr retten und so. Und wenn du ihn besiegt hast, dann kriegst du ein Sternchen neben deinen Safe, aber dann bleibt er immer noch unbesiegt. Und dann spielst du wieder weiter. Und dann ist immer noch das ganze Schloss. Und mein Bedürfnis, dieses Spiel abzuschließen und diese Welt zu retten, wird damit ja nie befriedigt. Weil die Burg bleibt die ganze Zeit im Nebel und alle sagen, oh, ist echt blöd mit Ganon und so. Wäre toll, wenn uns mal einer retten würde. Und denkst so, ey, ich hab ihn schon zweimal besiegt, was soll ich machen? Das ist so das... Okay. Ja, das wirst du auch noch feststellen, wenn du es mal weiter, also das ist so der einzige Punkt, der mir als Kritik einfällt, aber ansonsten ist halt, ich fand es so großartig, kurz und knapp. Also das hat mir sehr gefallen, dafür hat sich für mich die Switch eigentlich schon fast gelohnt, und ich habe auch dieses One-to-Switch meiner Freundin geschenkt, und ich finde es halt, naja, also ich mag Mario Party und solche Spiele, aber ich fand, das war doch ein bisschen zu plump. Ja. Und habt ihr noch andere Spiele gespielt, für das Ding? Ja, also ich habe das Puyo Puyo Tetris. Habe ich das auch, ist geil. Es ist Download, nee, ja, als Retail. Genau, kam auch für andere Konsolen, kam auch für PS4, war sogar billiger für PS4, aber ich habe es mir dann für die Switch geholt, weil ich dachte irgendwie Tetris, Nintendo, das... Aber halt total, also wir haben das, meine Freunde und ich spielen das halt gerne mal gegeneinander. Aber es ist ja auch geil, es ist ein Tetris-Spiel mit einem Story-Modus. Das ist einfach so durch. Einfach. Ich bin mir nicht sicher, wie deine Haltung ist. Also ich sag nur kurz, ich fand den Story-Modus Natürlich ist er dumm. Das ist, nein, ich sitze da die ganze Zeit und denke mir, wer denkt sich für solche Spiele einen Story-Modus aus? Hallo, ich bin jetzt der und der und wir betteln uns jetzt, und jetzt hier. Und hier. Ich sehe so, Alter, das spielt doch keiner. Aber gut, okay. Das Spiel selber ist toll. Die Musik ist super, Farben, alles schön bunt. Das Puyo Puyo, also wer Puyo Puyo, wen was jetzt nicht sagt, wer schon mal Kirby's Dream Land gespielt hat oder Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, das ist alles Puyo Puyo. Das hat man nur im Westen nicht so genannt, weil da es halt keine Marke ist. Aber das ist alles Puyo Puyo. Also vier Kugeln immer aufeinander. Wenn vier so eine Tropfen aufeinander kommen, lösen sie sich auf. Wenn du es schaffst, dass eine Kette entsteht, also Chain von zwei, drei von solchen Puyo Puyos, dann kriegst du mehr Punkte und der andere kriegt Negativsteine. Also auf dem linken Bildschirm spielt man immer selber, auf dem rechten ein Gegner. Spielt es übrigens niemals online, weil ihr werdet brutal fertig gemacht. Und das Coole ist halt dann, du hast auch Tetris mit dem Spiel, das klassische Tetris, genau, wie wir es alle kennen. Du kannst aber auch machen, dass Swap kommt, das heißt, Swap, dann wechselt es immer hin und her, das heißt, du spielst Puyo Puyo, blup, und dann dreht sich das Ganze und auf einmal spielst du Tetris. Und das klingt jetzt sehr durchgedreht, ist auch ein bisschen verrückt, aber tatsächlich ist das total das geile Spiel. Also ich habe das auch mit meiner Freundin super viel gespielt, auch gegeneinander gespielt, dann auch tausendfach diesen Story-Modus ganz weit gespielt. Wie spielt man das denn gegeneinander auf der Switch? Ja, sehr simpel. Also man benutzt, also weiß jetzt nicht, wie das mit Mobilen ist, ob das geht. Ja, doch, klar, wenn du diese Dinger rausziehst, ja, diese Joy-Cons. So, aber so einen kleinen, genau, aber wir haben das jetzt so gemacht, dass sie einfach an dieses Plastikteil die beiden Joy-Cons rangemacht hat, sodass es halt eine Hand so ein Controller wird. Ja. Und ich habe halt den Pro-Controller benutzt, weil ich habe Zelda mit dem Pro-Controller gespielt. Den finde ich eigentlich ziemlich gut. Und so haben wir dann zu zweit gespielt. Jeder hat dann seine Bildschirmhälfte und das geht super.
Also das ist tatsächlich ein Spiel, was ich, also gibt es auch für andere Systeme, aber empfehlen würde, wenn man halt Tetris und sowas Puyo Puyo ähnliches mag. Mhm. Und Sven fand es offensichtlich vor allem wegen dem Story-Modus. Ja, unheimlich, der hat mich so geflasht und ich werde das jetzt so schneiden, dass man nur das hört, ne? Zu Tränen gerührt und gerade das Finale, wo die Mutter dann stirbt, ist immer noch eines der dramatischsten Geschichten, die mich jemals an einem Videospiel festgehalten haben. Direkt nach Final Fantasy VII. Nee, direkt nach Landwirtschaftssimulator. Apropos Landwirtschaftssimulator, ich habe mir Fast RMX geholt, kennt ihr das? Als Download. Das finde ich tatsächlich auch sehr schick. Ist so ein bisschen Wipeout. Ich glaube, das habe ich wirklich sehr Wipeout, nur ohne Waffen. Doch. Ja. Also vom doch. Rasenschnelles Sci-Fi. Ich mir geholt. Da gab es das auch schon. Das ist super. Ja, genau, richtig. Da gab es das auch. Da hieß es irgendwie ein bisschen anders. Ja. Nicht Fast AMC, AMX oder so, sondern irgendwie anders. Aber das ist ein richtig guter Titel, finde ich. Das war so das F-Zero, naja, nicht ganz so toll. F-Zero, Wipeout, etwa das F-Zero, was man so nicht bekommen hat. Ja, genau. Also man muss da immer hin und her switchen auf zwischen Orange und Blau irgendwie, die Turbos zu zünden und so. Mhm. Ganz nett. Also ein bisschen weniger Waffe eben, also gar nicht. Man hat keine Waffen. Kann sich da komplett auf die Geschwindigkeit konzentrieren. Sieht sowohl auf dem großen als auch im kleinen Bildschirm super aus. Aber dass keine Waffen sind, gefällt dir doch, oder? Ich meine, ich erinnere mich noch irgendwie an ein Retro-Snippets-Review, wo, ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war, ich glaube ein PlayStation 2-Teil vom Wipeout, den hatte ich nicht gespielt. Oh ja, bei dem einen, da wurde man ja nur noch angeballert. Ja, genau, wo man noch abgeballert wurde und da war dein Kommentar dazu doch eher so, nee, das ist ziemlich dämlich. Ja, das war zu viel einfach, echt tatsächlich. Also nö, ich finde die Waffen in Wipeout schon in Ordnung, aber bei dem Teil war das ein bisschen übertrieben dann. Haben sie dann ja auch wieder ein bisschen zurückgeschraubt danach. Musste ich jetzt raushauen, so, ich musste ja zeigen als Fanboy, dass ich alle Folgen kenne und natürlich genau weiß, was du zu jedem Spiel... was ja du gut, aber dass du jetzt die Folgennummer nicht weißt, also das ist nicht... So ein bisschen wie so ein Trekkie, weißt du, dass ich dann irgendwie so, in Folge... Aber du hast doch damals gesagt. Habt ihr denn jetzt nun eigentlich auch Probleme mit euren, mit dem Empfang des blauen Controllers? Nein. Also ich hab jetzt die grauen Variante, also kann ich sowieso nein sagen. Ja, dann meine ich den linken. Also ich weiß, was du meinst. Nein, habe ich nie gehabt, aber vielleicht sitze ich auch nicht in... Ich glaube, es ist so ein... Also es ist ja ein Fehler in dem Gerät, hat man ja auch festgestellt, aber wahrscheinlich sitze ich in einem Abstand, wo der nicht zutage tritt. Bei uns ist es nie passiert. Okay, also ich hatte das tatsächlich direkt sofort und zwar eingeschaltet, Konsole ausgepackt, aus dem Laden gekommen, eingeschaltet und direkt Fehler. und dann dachte ich auch so, also ich saß halt so 2 Meter vor dem Gerät, vielleicht waren es 2,5, aber auf alle Fälle Sichtkontakt noch, durchaus möglich. Mhm. Und sofort ging das los. Und auch mit dem blauen halt, also mit dem linken, ne, für die Leute, die nicht die blau-rote Version haben. Dann liest man ja so im Netz, dass man da irgendwas, was sollte man da machen? Irgendwas abschirmen, irgendwie eine Alufolie reinkleben oder irgendwie so, ne? Oder die Antenne verlängern oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie so, aber du kannst ihn ja einfach zurückschicken. Nintendo macht nämlich dann genau das mit dem Ding. Ach so, okay, das habe ich nicht gemacht. Aber jetzt mittlerweile verbauen die da vernünftigere Sachen, ja, oder? Mhm. Also, soweit ich weiß, machen sie das quasi mit der Abschirmung. Wenn du ihn zur Reparatur einschickst, machen sie genau das. So sind die Leute nämlich drauf gekommen, dass das die Lösung ist. Okay. Ja, sehr schön. Ich erinnere mich an kein Problem. Ich muss aber sagen, dass die meisten Spiele wirklich mit dem Pro-Controller, den wir uns direkt mitbestellt haben, Spiele. Und dazu kein Problem gekommen ist. Hm? Nochmal als Einschub. Also der Controller ist ja echt toll. Auch super Batteriezeiten, alles klasse an dem Pro-Controller. Das ist krass. Aber was halt, ja, der ist irre, wie lange der hält. Aber was ich halt an dem Ding nicht so pralle fand, war der Preis. Ja, wirklich. Ja, 70 oder 80 Euro, ne? Ja, je nachdem, der hat das Pro wirklich ernst genommen, ne? Genau, ich glaube, 70 war es auf jeden Fall eine Weile, als ich ihn gekauft hatte. Und ich wollte ihn haben, weil ich finde, das wäre jetzt mein kleiner Kritikpunkt an der Switch. Ich finde den Analogstick von diesen Joy-Con-Dingern echt billig. Also ich habe die Wii U gehabt. Die Wii U hat
einen recht guten Stick tatsächlich, auch wenn alle immer über dieses Fisher-Price ähnlich aussehende Wii U-Pad gelästert haben, auch nicht zu Unrecht, aber das hat einen richtig schönen Analog-Stick und das Ding hier, dieses Gümmel-Plastik-Ding hier, das überzeugt mich irgendwie nicht so richtig. Also ich finde echt, der Pro-Controller liegt tausendmal besser in der Hand, hat auch einen viel besseren Stick. Ja, aber der Stick ist ja auch, das ist, hat ja auch mit der Größe zu tun und damit eben, wie gut du es dann in irgendeine Tasche packen kannst, ne? Würde ich denken, bei dem, bei den kleinen Controllern. Also du meinst quasi, ja, das hätte man kleiner auch nicht anders machen können, meinst du? Naja, der Stick im Pro-Controller ist ja doch von der Bauart einfach mal riesengroß. Der geht ja auch in die Tiefe noch in der, im Controller weiter. Und hier ist halt, hast du halt ein Zentimeter dickes Gerät, wo dann noch ein Knubbel rausguckt, aber eben in dem Zentimeter passiert ja auch noch ein bisschen was und das ist halt ein bisschen weniger. Ein bisschen ja, flamsy so. Ja, es ist auch clumsy, aber das ist halt, ja, da kommt halt durch, dass ich dieses Joy-Con-Konzept eigentlich am wenigsten schätze. Also ich mache davon, ja, ich weiß nicht, die kannst du in der Hand schütteln und dann merkst du, dass du dann einen Eiswürfel in der Hand hast und ja. Ach ja, das müsste ich ja, das fehlt mir noch, dieses Erlebnis, da müsste ich ja doch nochmal mit dieses 1-2-Switch mir holen. Ja, mit dem 1-2-Switch kannst du das, also wir haben es ja, du kannst das dann auch fühlen, dass da Kugeln drin sind, das ist ganz nett, aber das ist halt genau das, das ist ganz nett. Und ja, du spielst mit Leuten und denkst, ey, würdest du das wieder spielen so oder würdest du auch kaufen? Und jeder so, würde ich nicht wieder spielen, würde ich nicht kaufen. So reagiert jeder. Begründung, es ist nicht so pralle. Das 1-2-Switch ist einfach nicht so ein geiles Spiel. Ja, die Begründung von wie hieß er, Reggie Fils-Aimé war ja, warum das nicht mit beilag, ne? Das haben ja eigentlich, ist das die Frage, die sofort aufkommt, ne? Ja. Die komplett logisch ist. Wieso legt ihr diese Tech-Demo nicht einfach bei? Ja, damit der Kunde selber bestimmen kann, was er sich kaufen möchte und was nicht. Und damit, ne, so, ja. Ja, klar. Quatsch, so hieß es wohl, ne? Das ist ein Quatsch-Argument. Das ist Quatsch. Das ist das Blödeste. Das ist das, was Apple auch jedes Mal bringt. Ja, so, aber ist das jetzt separat und geht das nicht mehr? Und dann sagt Apple immer, naja, wir wollen dem Kunden die Möglichkeit geben, das separat zu kaufen. Ja, toll. Aber ganz ernsthaft, ich glaube, das war in den letzten, es war eigentlich eh hauptsächlich so ein Nintendo-Ding, ein Spiel dabei zu legen. Noch so zuletzt. Also ansonsten hast du doch eigentlich auch nicht mehr. Also was bei der Xbox hast du eigentlich kein Spiel dabei. Du hast entweder so Demo-CDs oder sowas. Gut. Und wie gesagt, das Spiel hat halt den Vorteil, dass es halt zeigt, was diese Joy-Cons wirklich können. Das heißt, Nintendo hätte auch ein Eigeninteresse daran gehabt, dieses Spiel möglichst günstig oder vielleicht sogar umsonst den Leuten mitzugeben und zu zeigen, hey, guck mal, vielleicht wollt ihr auch mehr Spiele haben, die mit diesen Zappelsteuerungsdingern irgendwas machen, weil guck mal, was ihr alles damit könnt. Jetzt ist es so, alle haben dafür Zelda und sagen, ja, keine Ahnung, was man Joy-Con kann. Genau, das mit den Kugeln habe ich schon wieder fast vergessen. Und den Eiswürfeln. Ja, eben, aus genau diesem Grund, würde ich behaupten. Weil ich habe es mir gespart. Das. Habt ihr Mario Rabbids Kingdom Battle gezockt? Ach, ja, Gott sei Dank. Ich hatte schon Hoffnung, befürchte nicht Hoffnung, dass ich der Einzige bin, der das hat und darüber nicht groß mit euch. Also Scorp, du hast es gezockt? Jo. Ja, wie? Du bist der beste Interviewpartner, den man haben kann. Ja, Moment, klare Antwort. Und du? Jo. Und wie war das damals für Sie, als die Mauer geöffnet wurde? War das nicht einer der größten Momente für Sie? Ja. Okay, dann muss ich. Ich dachte, du willst mal kurz eine Bestandsaufnahme und hattest. Nein, ich möchte keine Bestandsaufnahme. Ich hätte von dir gerne gewusst, wie dein Eindruck vom Spiel ist und wo du es so gezockt hast, wie du es gezockt hast. Wir wissen ja schon, Zelda hast du richtig schön mit deinem Vater gespielt. Das war so eine familiäre Geschichte. Das war ja sehr, sehr schön, eigentlich sich so vorzustellen. Das soll ja auch so sein, ne? Dass Videospiele auch zusammenführen. Und deswegen hätte ich gerne gewusst, wie du so Rabbids gezockt hast. Also Mario Rabbids. Ja, also wie alle Spiele auf der Switch habe ich es relativ kurz angezockt. ja, find's aber nett gemacht. Also es ist ein schönes, kleines rundenbasiert ist das, ne? Ja, ist wie ja, genau. XCOM so ein rundenbasiertes Strategiespiel, ja. Ja, schick. Also fand ich nett. War im Grunde so ein bisschen um die Zeit zu Mario Odyssey zu überbrücken, sozusagen. Also deswegen hatte ich mir das im Grunde eigentlich geholt.
Oh, ist aber ein harter Vergleich. Ja, nö, klar, ist Quatsch, aber so war es halt im Laden. Ach, Mario Odyssey ist noch nicht da, also dann hole ich mir mal dieses da mit den Rabbids. ja, genau. Ich finde, das ist gar nicht so ein, also klar, ich finde das gar nicht einen harten Vergleich, weil genau dafür sind solche B-Titel, das ist für mich ein B-Titel, ja da, dass so. Ich lege auf. Nee, ehrlich, also ich liebe das Spiel, ja, aber für mich ist das, für mich ist das so ein Spiel, was du, was ein richtig gutes Spiel, das verstehe ich, und der B-Titel ist ein gutes Spiel. Was aber, sage ich jetzt mal so, anders als Odyssey und Zelda nicht Mainstream die große Masse anspricht. Und das legst du halt so dazwischen, um zu sagen, ey, das gibt eine gewisse Crowd, der gefällt das. Und für all die, die jetzt gerade noch auf dem Odyssey oder irgendwas mit Mario warten, das haben wir für die Zwischenzeit. Hättest du das parallel mit Odyssey rausgebracht, wäre das Spiel niemandem aufgefallen. Das stimmt wahrscheinlich. Ja gut, das ist dann gut. Ich finde, es spricht halt, die einzige Parallelen, die haben, ist Mario dabei. So. Nee, es geht nicht um, mit diesem, ich meine damit mit diesem B-Titel nicht, dass es eine Parallele zu Mario, sondern einfach, du brauchst irgendwie noch ein interessantes Spiel, was gut ist, was du so dazwischen packst, damit die Leute irgendwas für ihre neue Konsole, die sie frisch haben. Das war das Riesenproblem mit der Wii U. Du hast New Super Mario Bros. U durchgespielt, also ich. Und dann kamen alle und so, hey, cool, was hast du jetzt Neues für das Ding? So nach einem halben Jahr und dann, ja, nix. Irgendwann kommt 3D World, aber das dauert noch ein halbes Jahr, also nix. Das ist blöd. Wenn eine Konsole neu ist, im ersten Jahr praktisch nichts selber dafür rauszubringen. Und dafür haben sie halt so Zwischentitel diesmal sich geschaffen und haben halt auch andere Firmen quasi beauftragt, dafür auch für zwischendurch was rauszubringen. Fand ich eigentlich ziemlich gut. Es ist ja so, dass es ja wieder gut ist, dass andere Firmen Spiele für die Switch machen. Also das war ja bei der Wii U, war es ja mit der Todesstoß, dass ja dann irgendwann Ubisoft, EA alle gesagt haben, ne, das lohnt sich jetzt hier einfach nicht mehr. Es kam ja Watch Dogs, kam ja noch als letzter Ubisoft-Titel für die Wii U raus. Und da hatte ich ja damals mit dem Entwickler gesprochen und hatte gesagt, als sie das so geplant haben, ist, ja, ihr habt doch so viele Möglichkeiten mit diesem Wii U-Tablet. Was macht ihr denn daraus? Ja, sagt er, da sind wir einige Sachen am Plan. Und im Endeffekt, es war ja wirklich der letzte Titel, den Ubisoft für die, da wussten sie ja schon, ist es die gefloppte Konsole. Und da haben die einfach nur diese Karte draufgeknallt. Du hast ja nur diese Karte oder das Inventar oder so. Also total nutzloses Ding halt auf diesem Pad. Gut, im Nachhinein kann ich es ja verstehen, weil das Ding halt einfach ein Flop war und sie wussten, davon verkaufen wir jetzt keine, weiß ich nicht, 10.000 Stück oder so. Dann kann ich das schon nachvollziehen. Deshalb ist das sind ja keine Zwischentitel. Also Mario Rabbids ist ja schon eine fette. Also das soll ja schon was auslösen. Also es soll ja auch Nachfolger. Rabbids ist eine fette Marke für Ubisoft und Mario natürlich für Nintendo. Und ich finde, sie haben was sehr Mutiges gemacht, mal ein Mario-Spiel zu machen, wo man sagt, okay, wir hüpfen jetzt hier nicht rum, sondern, also na klar, du hüpfst, du läufst auch ein bisschen und hüpfst ein bisschen rum, aber im Endeffekt musst du sehr strategisch vorgehen. Am Anfang kannst du noch so ein bisschen ballern, aber sobald du weiter ins Spiel kommst, funktioniert das nicht mehr. Weil da musst du Taktiken, also wie XCOM halt, ne? Ja. Vielleicht nicht so fies. Also es wird zwar schon schwieriger, ich habe es weit reingespielt. Irgendwann kam ich da an einer Stelle nicht so weiter, dann habe ich es mal wieder so beiseite gelegen, so seit 3 Monaten oder so. Aber trotzdem finde ich die Idee da halt mega, ne? Deshalb hat es mir das gerade so ein bisschen wege, aber ich weiß ja, was du meinst mit dem, ne? Klar, das hätte weniger Beachtung gefunden, hätte man es an dem Tag rausgebracht wie Odyssey. Ganz klar, ne? Aber ja, es ist halt natürlich was völlig, völlig anderes. Und ich finde es echt eine super Geschichte, was sie draus gemacht haben. Würde ich auch so unterschreiben. Das ist eine super Geschichte. Also es ist halt, die hatten ja vorher eine sehr enge Zusammenarbeit mit Ubisoft, auch für die Switch. Sie haben, für die Wii U, Entschuldigung. Wir haben ja. Ubisoft war lange Zeit dabei geblieben. Absolut. Sie hatten ja auch, gerade einen Hänger mit dem Namen. Ah, Rayman Legends. Ja.
was ich mir auch geholt hatte für die Wii U, ja, entwickelt. Nur nachdem sich abzeichnete, das wird nicht so dolle mit der Wii U, haben sie es dann ja für alle Systeme rausgebracht. Das sollte ja eigentlich systemexklusiv sein. So war es geplant. Und diesmal, das ist halt das Schöne, bei Mario und Rabbids hatte man wahrscheinlich aus leichter Panik gesagt, nee, wir machen jetzt erstmal ein Projekt, da kann das nicht passieren. Da ist Mario drin, das werden sie nicht tun können. Und hat sich das dann ja auch vertraglich gesichert, dass das nicht mehr, zumindest bei dem Titel, nicht passieren kann. Der Entwickler hat geweint, dadurch bin ich aufmerksam geworden auf das Spiel bei der E3, weil er sich ja so gefreut hatte, dass Miyamoto sein Spiel vorstellt. Und deswegen, ich habe den... Das war sehr gut gefunden. Ich kann das schon so ein bisschen nach. Also wenn du da irgendwo stehst, du stellst was vor, was völlig Neues, was... Ne? Ja, dadurch, und Nintendo sagt, mach. Dadurch bin ich tatsächlich auf das Spiel, deswegen erzähle ich das nur, darauf aufmerksam geworden, hatte mir das geholt. Und ich habe es halt jetzt gerade frisch im Kopf, weil wir haben gestern Abend 6 Stunden mit einer Freundin, die halt zu Besuch war, übers Wochenende halt das nochmal gezockt, weil ich steckte bei Welt 3 im 9. Level bei diesem Endboss, diesem singenden Opernsänger. Ich weiß nicht, ob du so weit gekommen bist. Oh Gott, ja. Bei dem habe ich festgesteckt, das Spiel war 3 Monate nicht mehr bei mir gespielt, weil ich gesagt habe, den kann man nicht besiegen. Genau. Und dann war das Ding durch. Und wir haben es jetzt doch geschafft mit Anpassen der Figuren, der Fertigkeiten und ewigen. Nein, der muss vorher dahin laufen. Und der ist ja wirklich wahnsinnig strategisch. Die erste Welt, die soweit hat Scorpio auch gespielt, die erste Welt ist wie Butter. Da denkst du, ach komm, das Spiel ist echt ein bisschen zu öde. Das ist so leicht und alles findet man und alles geht. Aber ab Welt 2 und vor allem in der dritten Welt zieht der Schwierigkeitsgrad mächtig an. Ja, ja. Und dann wird das Spiel auch richtig, richtig gut. Was ich an dem Spiel nicht mag, sind die Rabbids. Das ist einfach eine Geschmackssache. Ich bin auch schon kein Minions-Fan. Ich kann mit dem Humor nichts anfangen. Die sind mir zu plump. Also ich mag Humor und ich lache auch gern, aber die sind einfach mir zu dämlich. Ist leider so. Also es ist ein wahnsinnig gut gemachtes Spiel, ein toll entwickeltes Spiel, aber wenn es jetzt das gäbe ohne die Rabbids und stattdessen nur mit Nintendo-Charakteren, würde ich es noch einen Ticken besser finden. Persönlich. Ich liebe die Rabbids. und noch ein Dolch in Svens Herz. Ich will es ja gar nicht. Ich mag das Spiel sehr. Also ich hab es ja echt viel gespielt und bin auch sehr bemüht an dem Spiel. Und ich finde halt, da bin ich halt komplett mit dir d'accord. Ich finde es halt super, dass Nintendo halt wirklich die wichtigste IP, die sie haben, nämlich Mario, wirklich dann dafür auch hergegeben hat. Das haben sie bei der Wii U ja verboten quasi. Da waren sie ja nicht bereit, andere irgendwas mit Nintendo zu entwickeln. Jetzt haben sie eingesehen, okay, bei der Wii U haben wir es nicht gemacht, dafür hat auch keiner für uns groß entwickelt. Wenn man aber jemanden sagt, ey, du kannst mit Mario was machen, oder am Ende haben sie es ja doch gemacht mit dieses Zelda-Spiel, dieses Hyrule Warriors, da haben sie ja, glaube ich, das erste Mal das Experiment gemacht, ne? Da haben sie Link dafür hergegeben. Kennt ihr das, Hyrule Warriors? Ja, stimmt. Ich hab's, glaube ich, nie richtig gespielt. Ist auch nicht mein Geschmack von Spiel, aber der Punkt ist, es kam doch wohl relativ gut an. Ja, ja. Und da hat Nintendo gesehen, okay, es ist keine schlechte Idee, selbst wenn wir unsere großen Marken nehmen, wenn wir das vernünftigen Entwicklungsstudios gibt. Und du hast es ja beim weinenden Entwickler gesehen. Viele Entwickler sagen, ich darf für Nintendo arbeiten? Lebenstraum. Deswegen liefern die da auch echt gute Arbeit ab. Und insofern finde ich die Idee an sich, dass Nintendo das macht, dass sie die auch mal hergibt für andere Entwickler, die sich da groß Mühe geben, extrem gut. Vor allem, weil du dann, so sehe ich das halt, zwischen den großen AAA-Titeln halt noch gute B-Titel hast, die man immer noch zocken kann, die so in der Zwischenzeit erscheinen. Ja. So würde ich es halt sehen. Wenn du jetzt natürlich persönlich sagst, für mich war Rabbids das Wichtigste oder einer der ganz großen oder AAA, umso besser. Es ist halt einfach ein Titel, den du nicht so erwartet hast. Ne? Wie du schon sagtest, also der heulende Game-Entwickler, das war natürlich ein absoluter, einfach toller Moment, das zu sehen. Ja. Aber es ist halt einfach so ein Mario Odyssey, klar, sieht geil aus, ist auch ganz klar, Mario Odyssey ist ein hammergeiles Spiel, ne? Aber es ist halt wieder so, Mario läuft rum, hüpft, springst, und das war so, wow, geil, die machen ja mal was völlig anderes. Und natürlich für mich persönlich dann noch mit den Rabbids zusammen, war klar, ne, das wird gekauft, so. Deshalb, also das war schon, also das finde ich, da finde ich solche Titel, die finde ich dann noch spannender als jetzt so ein Zelda oder so ein Mario Odyssey, wo die erwartest du ja. Das sind ja Titel, die du erwartest. Und dann wird auf der E3 mal eben so ein, oder
wo das jetzt genau war, ich glaube, es war E3, gesagt, ja, wir machen jetzt so Mario Rabbids, ne? So, was wie Mario Rabbids? Springt jetzt Mario auf Rabbids? Nein, es ist ein echt, ein Strategiespiel. So, was? Bitte? Und ja, das, da kann ich mir auch schon gut vorstellen, dass beim Entwickler der Arsch auf Grundeis gegangen ist, als sie das vorgestellt haben. So, ja, wir haben da übrigens so eine Idee und und Mario braucht auch eine Waffe. Da geht ja dann, glaube ich, so was? Ne? Also. Ne? Also das, deshalb fand ich, aber klar, nein, also jetzt ganz klar, das sind Top-Spiele, die. Aber es ist vom Feeling her, ist es auch sehr in dieser, also so wie Mario Galaxy oder eben auch das Odyssey jetzt, ne? Das sind ja so, ist ja so ein spezielles Universum irgendwie, in dem diese Spiele spielen. Und das, da passt dieses Rabbids ja auch sehr gut rein. Ja. Finde ich. Also das ist alles so vom Niedlichkeitsfaktor oder wie auch immer. Also das ist so dieser Humor und sowas, der da so drin ist, das ist sehr gut getroffen. Ja, definitiv. Definitiv. Und die Hasen, naja, also ich mag die ja auch. Die passen da irgendwie auch noch rein. Also das haben sie echt das war schon echt Wahnsinn. Was habe ich denn? Ja gut, okay, Mario Kart 8 habe ich mir noch geholt. Das ist ja das Gleiche wie auf der U, ne? Ja, das war halt mein Problem. Das ist echt, also da haben wir richtig noch gar nicht drüber gesprochen, aber Mario Kart 8, kurz und knapp, ist das beste Spiel, was für die Wii U rauskam. Das ist ein extrem gutes Spiel. Problem nur, ich habe es halt komplett bis auf den 200er-Modus, den schaffe ich nicht, der ist zu schnell für meine Augen. Aber sonst habe ich es wirklich komplett auf der Wii U durch und bis zum Erbrechen gespielt. Daher sah ich nicht die Anschaffungsgrund für die Switch. Aber das ist ein Minderheitenproblem, weil wer hatte schon eine Wii U? Ja, tatsächlich. Ja, ich glaube, wir haben es für die Wii U noch mal geholt, für die Switch noch mal geholt, weil ich glaube, die sind ja, da sind ja alle Packs, alle DLCs, glaube ich, schon direkt mit dabei. Ne? Ja, genau. Mhm. Ja, Nintendo hatte die beste, muss man jetzt einfach mal raushauen, die beste DLC-Politik gehabt bei der Wii U, die sie hoffentlich auch bei der Switch beibehalten. Sie haben nämlich gesagt, irgendwie, was war das für 30 Euro oder so, kriegt ihr einmal ein Riesenpaket, was schon fast ein ganzes Add-on ist und dann nochmal ein halbes Jahr später nochmal ein ganzes Add-on und insgesamt ist es nochmal 50% mehr Content im Vergleich von den Cups her zu dem Hauptspiel. Also nicht einfach nur, oh, jetzt kriegst du aber ein anderes Mario-Kostüm oder eine Rennstrecke für 10. Nein, wirklich nochmal volle Cups dazu mit komplett neuen Strecken, auch noch mit die besten teilweise des ganzen Spiels. Also so wie DLC sein sollte als Mehrwert. Ja, okay. Der auch nicht, dass du dieses Gefühl hast, wie immer bei Assassin's Creed, hey, gab es nicht immer 12 Kapitel und jetzt gibt es irgendwie nur 11 und jetzt gibt es einen als DLC, warte mal kurz. Ja, dass sie das so entwickelt haben von Anfang an rausgenommen, sondern hier hast du echt gesehen, nee, die haben ein volles Spiel gemacht mit genauso viel Cups wie immer und hauen wirklich nochmal komplett neu entwickelte, nicht aus irgendwelchen anderen Spielen, sondern neu entwickelte, nachträglich drauf im großen Umfang. Das war geil. Also das hoffe ich. Auf der Switch hast du es halt alles schon drin, ne? Ja, auf der Switch hast du es halt alles drin, genau. Und da wird es wohl irgendwie dann kein DLC geben, was für mich dann eher wieder Richtung Enttäuschung ist, weil das ist dann, ihr bringt einfach das raus, was ihr schon auf dem Markt habt und was man. Ja, aber wahrscheinlich wollten sie wieder ordentliche Verkaufszahlen für das Spiel haben, die sie auf der EU. Ja, ist ja auch berechtigt. Ist ja auch berechtigt. Das Spiel ist extrem gut. Für mich persönlich das beste Mario Kart, was sie rausgehauen haben und ich hatte alle gespielt. Aber ich finde es wirklich am besten. Also das für die Wii hat mich nie so ganz angesprochen. Da waren die Strecken immer so breit und ach, da wird zu viel. Da habe ich das wie bei dir, Scott, mit dem Wipeout gehabt. Da wurde mir zu viel geballert bei dem für die Wii. Da hatte ich das Gefühl, ey, wenn du einmal durch Pech nach hinten kommst, ballert dich alles ab. Und das hast du halt da nicht, weil die nicht so viele Items gleichzeitig haben können. Und ja, hört ihr das auch? Entschuldigung. Scott näht gerade oder so. Mit meinem Mario Kart 8. Achso. Nee, alles gut. Wenn ihr das auch hört, dann bin ich gesund, dann bin ich ruhig. Zockst du gerade nebenbei Mario Kart 8? Nein, ich habe hier die Kassette, wollte ich schon sagen. Das Modul, wie nennt man denn das überhaupt? Ja. Das ist ein Modul, ne? Ja, Flashcard, ne? Nee, ein Modul? Habt ihr mal dran geleckt? Ja, eben, nein. Ich wollte auch fragen. Hat mal jemand, wollen wir mal zusammen jetzt? Nee. Aber der Punkt ist, ich finde. Ja, Modul kannst du natürlich sagen, weil das ein sehr allgemeiner Begriff ist. Ich finde es immer irritierend, wenn auch im Englischen immer das heißt, oh, endlich hat Nintendo wieder Cartridges. Es sind keine Chips und alles drin. Es ist ein Flash-Speichermedium und es ist halt kein Cartridge. Also
weil jahrelang hieß es ja immer, oh, die Industrie soll wieder Cartridges einführen, das war alles viel besser und Nintendo macht's. Und du denkst, nee, eigentlich nicht. Also sie haben quasi die Huey-Card von, Huey-Card vom, von der PC Engine. Dankeschön. Genau. Das haben sie quasi, das Format haben sie quasi wieder aufleben lassen. Und das ist auch in meinen Augen absolut sinnvoll so. Weil du kriegst halt irre viel Speicher theoretisch auf die Dinger drauf. Wieso, Moment, das ist doch hier sowas wie eine SD-Karte, oder nicht? Also ja, genau. Momentan sind es ja 32 Gigabyte. Sie wollten ja eigentlich eine 64er rausbringen, aber das verschiebt sich wohl auf 2019. Und da habe ich so ein bisschen Bedenken, dass das vielleicht ein paar Spielentwicklungen bremsen könnte. Und warum haben sie damit so Kosten oder was ist das Problem? Ich weiß nicht, ob es um die Kosten sind. Ich denke mal, es ist irgendwas in der Produktion, die da so Probleme bereitet. Ja, es ist halt, du hast halt bei jeder anderen Konsole würde man das halt weniger kritisch vielleicht sehen. Bei der Switch hast du das große Problem, es gibt praktisch keinen Speicher auf dem Gerät. Also groß mit Spiele downloaden, musst halt irgendwas zusätzlich anschließen. Ja, gut, du musst eine SD-Karte. Sonst genau, du hast ja noch zusätzlich eine SD. Gut, das ist ja nicht das Problem, so eine SD-Karte, die haben ja dann, weiß ich nicht, die gibt's ja schon mit 128 Gigabyte und 256. Das ist ja wirklich nicht das Problem, was aber wirklich das Problem für die Entwickler ist, sie müssen halt das Spiel auf so einer Karte ausliefern. Das Geile ist ja, dass sie dann manchmal schreiben, ja, bitte, das steht dann auf der Verpackung drauf, Internet-Download von 13 Gigabyte ist nötig. Also zum Beispiel L.A. Noire hat das zum Beispiel, glaube ich, auf der Switch. Da musst du, sonst kannst du das Spiel nicht spielen. Und das ist halt auch so eine Entwicklung, wo ich sage so, boah, schon... Ja, das meine ich, aber das finde ich halt kritisch, weil du quasi dann den Käufer, also heutzutage ist es irgendwie jeder gewöhnt, dass in seiner Konsole immer so ein Terabyte oder 500 Gigabyte Speicher halt zur Verfügung stehen. Und jetzt ist es so, du hast Spiele, die, ich weiß nicht, wie ich jetzt gerade drauf komme, aber sowas wie Battlefield 1, was zufällig 50 Gigabyte auf der Festplatte hat. Naja, und Spiele sind halt heutzutage ein bisschen größer mit Videomaterial und Co. Und wenn du dann, weißt du, die Spiele hast, die immer so um die 30 sonst was sind und Patches für deine Spiele, die du vielleicht als Cards hast, als physische Datenträger, die dann auch nochmal 10 Gigabyte Patches brauchen, dann ist das echt blöd. Du zwingst A, die Leute dazu, sich nochmal so eine SD-Karte zu kaufen und B, sind die auch nicht so groß verglichen mit eingebauten Festplatten. Und dann sagst du auch noch, die Module können aber auch nicht größer werden. Da bringst du den Kunden in eine echt blöde Situation, Da hast du vollkommen recht. Und du bringst aber auch die Entwickler halt in so eine Situation. Also L.A. Noire ist jetzt ein Spiel, das braucht definitiv einen Download. Es ist ja das Gerücht schon länger, dass auch Rockstar Games GTA 5 noch für die Switch rausbringen will. Was natürlich auch so ein Titel ist. Also Bethesda ist ja ganz gut dabei, mal so 5 Jahre alte Spiele wieder rauszubringen, die ja dann trotzdem auch erfolgreich sind. Also Skyrim ist ja ganz erfolgreich gewesen wohl auf der Switch. Echt? Ich glaube schon. Ich glaube, das hat es ganz gut verkauft. Krass. Ja gut, klar, es ist Skyrim mobil, hat vielleicht nochmal einen Reiz. Ja. Ich hatte echt nur gedacht, so ja, Skyrim, das habe ich total durchgezockt. Das kriegt man für einen PC für 10. Genau. Genau. Das habe ich halt auf meiner PlayStation reingespielt. Das haben alle meine Freunde damals vor nicht ganz, aber fast gefühlt 10 Jahren so alle auf der 360 gespielt. Ja klar, ist jetzt die Remastered, aber wie soll ich sagen, es ist ein Spiel mit einer Story, was du halt nochmal so durchspielen kannst. Aber es ist jetzt ja nicht, wisst ihr, was ich sagen will? Ja. Es ist halt noch... Keine neue Story. Nee, es ist nochmal das gleiche Spiel wie vorher und nochmal wieder zum Vollpreis. Weiß ich nicht. Fand ich nicht so berauschend. Persönlich. Das wäre für mich was anderes, wenn es ein Spiel ist, was eben nicht auf eine Story basiert, sondern eben vom Gameplay her. Wie jetzt Mario Kart, wo du sagen kannst, ja, du kannst ja immer wieder mit Freunden Mario Kart spielen, weißt du? Zähl mal ein neues Spielerlebnis. Sehe ich bei Skyrim etwas anders. Aber ja gut, wenn es sich super verkauft hat, sehr schön für Nintendo. Ja, also ich glaube schon, also ich glaube, Bethesda wird da hoffentlich dann auch, weil Fallout wäre ja auch sehr witzig dafür. Doom, das war ja so ein Titel, wo jeder gesagt hat, was? Doom? Wow. Das kommt doch nur für Nintendo, oder? Ich meine, Doom auf dem Super Nintendo, das war doch der beste Teil. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr es mal auf dem Super Nintendo gespielt habt, das Import-Cartridge, das läuft so scheiße. Ja. Muss man einfach mal sagen.
Ja, mit so einem kleinen Mini-Fensterchen. Ja, das ist so mies, dass du dir echt, dass man sich ernsthaft sagen muss, okay, die Portierung hätte man vielleicht doch lassen sollen. Weil das haben sie echt nicht hingekriegt. Also das kannst du de facto nicht spielen. Also jetzt nicht nur mit diesem, ah, wenn nicht alles 60 Frames ist, sondern das kannst du wirklich nicht spielen. Also es, die Musik klingt toll, das war's. Ganz hart. Ja. Habt ihr denn Odyssey? Ja, ja, natürlich, natürlich. Ja. Und Sven, was? Aber heute das erste Mal eingelegt. Ja, oh Mensch. Ich wollte mit Sven anfangen, weil ich dachte, weil ich gerade im Kopf hatte, wenn ich jetzt mit Scorp anfange, ist sein Satz bestimmt, ich habe es nochmal eingeschaltet, es funktioniert. Ja, ich wollte es doch dann wenigstens für den Podcast doch nochmal einmal kurz anschmeißen. Der Lade, ja, der Startscreen war toll. Sehr schön, ich werde auch gleich sofort weiterspielen. Also startet, wenn man noch startet. Die Musik ich find's gut. Im Titelscreen ist der Hammer. Die hat mich mitgerissen. Kannst du ganz gerne Amazon-Kommentar schreiben. Das finde ich immer so großartig. Wenn du mal bei Amazon guckst, so ist das ein gutes Produkt und jemand schreibt, geht an, tut, was es soll. Danke. Ja, es ist auch schnell geliefert, kommt das da eigentlich. Stimmt, das ist dann das Nächste. Ja, Lieferung kam, alles drin vorhanden. 5 Sterne. Ja, geht's auch? Ist es gut? Okay, du hast es eingeschaltet. Dann, ich hab's auch ein bisschen gespielt. Und was sagst du? Ich hab's auch ein bisschen gespielt. Ja, oh. Das machst du mit Absicht, oder? Ich will natürlich nicht nochmal, sondern ich will drauf hinaus, wie gefiel es dir? Ja, sehr schön. Also diese ersten 5 Minuten waren wirklich grandios. Ich werde auch die nächsten 5 Minuten noch wahrscheinlich heute Abend dann. Und das wird die Gesamtspielzeit sein. Ich meine, 10 Minuten ist echt viel. Also, ein Quatsch. Ja, nee. Mal gucken. Vielleicht kann ich ja mal meine Frau mit reinziehen. Das wäre so mein Plan. Ja, es ist ja, 3D, 2D. Dass man das mal ein bisschen so zusammen. Also, es hat ja viele 2D-Passagen. Das ist bei meiner Freundin halt immer ein ganz Ausschlag. Gebendes Element, sie so, 3D, Mario, nö. Oh, man kann hier 2D spielen. Ach, interessant. Schupp. Das ist dann für sie wesentlich spannender, weil sie halt eher 2D Jump'n'Runs bevorzugt. Und Sven, wie ist bei dir? Odyssey gespielt? Ja, sogar 15 Minuten. Nein, also auch schon etwas länger. Und also ich finde es auch, ist natürlich ein super Spiel. Nein, also ich habe Odyssey mir halt selber quasi zu Weihnachten geschenkt. Und mir auch dazu die Komplettlösung von Zelda Breath of the Wild würde ich jedem empfehlen. Ja. Die ist gut geschrieben, richtig toll gemacht, super illustriert. Die von Odyssey ist zwar auch schön illustriert und gut gemacht, aber nein, falsch. Die ist schön illustriert, das Buch sieht toll aus, es hilft mir kein Stück, die Mone zu finden. Die Beschreibungen sind richtig schlecht. Bei Zelda war es echt so, da muss ich hin, da ist der Tempel. Ah, cool, und dann war ich an der richtigen Stelle. Bei dem Buch, du musst nur da und da hinlaufen und findest dann das, und dann wird erklärt, was du machen musst. Und ich dachte, ja, aber wo muss ich hinlaufen? Wo soll das alles sein? Ich konnte nicht mit diesem Buch irgendwas finden. Das ist ganz traurig. Es endete damit dann, dass ich dann immer, wenn ich ich habe die Level ja so durchgespielt und danach diese Zusatzmonde gesucht, dachte ich, habe voll vielen festgestellt, oh, es sind 98, oh, und ich habe 50, also. Und habe dann halt, wollte dann halt im Lösungsbuch gucken, wo ich ungefähr suchen muss. Das hat aber nicht geklappt. Letztlich musste ich YouTube-Videos benutzen, um mir anzeigen zu lassen, wo die sind, weil das Lösungsbuch für mich viel kryptischer war. Ich bin dann immer an völlig falsche Stellen gelaufen, wo es nicht mal annähernd ist. Und das nur dazu. Also das Buch würde ich nicht so empfehlen, falls von den 2000 Leuten, die das hören sollten, jemand das überlegt zu kaufen, sollte es nicht tun. Aber das Spiel selber finde ich total geil. Also ich fand auch das ganze Marketing dafür, ich fand diesen Broadway-Song, den sie dafür gemacht haben, diesen Jump-Superstar, den sie auch bei den Game Awards gespielt haben, den fand ich persönlich total super. Und Scorp, du wirst später noch an Level kommen, New Donk City, was ja jeder kennt, was so wie New York aussieht, wo sie ja auch groß geworben haben. Da machen sie dann eine Party und du hüpfst dann die Hausfassaden entlang in einem Donkey Kong, wie das Original Donkey Kong, ne? Mit Jumpman, stylmäßig durch Level. Im Hintergrund wird dieser Song gespielt und überall in der Stadt wird Feuerwerk. Das ist so toll gemacht. Also das ist wirklich die Präsentation von dem Spiel und der Aufbau ist Hammer. Also, und das ist für mich keine Selbstverständlichkeit, weil ich war mit Sunshine weniger glücklich. Und das Spiel finde ich schon extrem gelungen. Einziges komisches Element ist tatsächlich die echten Menschen. Das ist für mich komisch.
weil ich noch damit aufgewachsen bin, dass er ein Klempner aus Brooklyn ist. Echter und Mensch, ja, ist. Und halt in diese Welt gezogen wird. Und jetzt lernst du halt, nee, Menschen sehen so aus, die haben alle Businessanzüge und leben in New York. Und er ist halt, weiß ich nicht, was er ist. Das hat bei mir echt so tiefgehende psychologische, philosophische Fragen aufgeworfen. Was soll Mario denn eigentlich sein, wenn er kein Mensch ist? Und weiß ich nicht, irgendwie, ich weiß nicht, ob man das versteht, was ich sagen will, aber es ist für mich irgendwie verwirrt, Mario so wie in einem Sonic-Spiel halt neben so echten, so einem echt normal proportionierten Menschen stehen zu sehen. Und dann spielen die da Springseil, weil das machen erwachsene Leute in Business-Kostümen so in Parks. Das ist auch witzig, das ist alles okay. Und dann ist er da halt als komischer Mario und ich weiß nicht, irgendwie ist das. Also an das Bild kann ich mich nicht so gewöhnen, aber das Spiel ist großartig. Also ich habe es halt noch nicht durch, komplett. Und ich habe auch noch nicht annähernd alle Monde gefunden. Aber irgendwelche Kritik über das Spiel kann ich nicht teilen. Also für mich gehörte das mit Zelda zusammen zu den Besten, was sie dieses Jahr dafür rausgebracht haben. Also jetzt weiß ich auch wieder, wie weit ich bin. Ich habe nämlich den ersten Mond vorhin. Nee, ich war auf jeden Fall schon auf dem Wüstenplanet. Im Wüsten. Ah ja, da war ich auch. Den habe ich ja. Ich bin, wie gesagt, ich bin bis New Donk City, also bis zu diesem New York-Ding gekommen. Das ist noch nicht so weit. Das ist vielleicht die Hälfte ungefähr vom Spiel, jetzt nicht von dem Mond. Wenn du von dem Mond ausgehst, bin ich ja praktisch, selbst wenn du es durch hast, bist du ja irgendwie nur bei, was weiß ich, 20% oder so, schätze ich mal, weil es sind irre viele Monde in dem Spiel. Aber mir gefällt es extrem gut. Ich finde auch diesen neuen Stil, also ich finde es erfrischend. Auch wenn ich jetzt das mit diesen Menschen speziell jetzt komisch fand, finde ich an sich, dass du jetzt in all diese Objekte reinfahren kannst, dass du mal ein T-Rex sein kannst, dass du ein Goomba sein kannst. Also gerade ein Goomba, ich glaube, das ist was für dich. Wir haben ja schon die Goombas in Super Mario Bros. Film. Jetzt kannst du halt echt so ein rumlaufender Goomba sein. Sehr in dem Moment müsste ich dich eigentlich haben. Ja, also ich war ja schon ein Frosch, das fand ich auch schon großartig. Ja, eine Frage habe ich noch. Ja. Wir haben jetzt ein Gerät, da sind 3 Akkus drin. Machen wir uns eigentlich nicht Sorgen, ob in 3 Jahren der erste davon schlapp macht? Und in 4 Jahren der zweite? Und in 5 Jahren ist das Ding tot? Ich hatte eigentlich gedacht, dass es dann so eine Snippets gibt, so Battery Fix und... Ja, aber da, also was sollen denn da für komische Batterien drin sein? Ich weiß nicht, also irgendwie finde ich, das macht mir so ein bisschen Sorge bei dem Gerät. Ja. Mit den, also überall Akku, Wahnsinn, krass. Selbst wenn ich es zusammengebaut habe, habe ich ein Gerät, was aus 3 Akkus besteht. Also das ist doch echt... Aber also es sind fest verbaute Lithium-Akkus oder kann man die tauschen? Also du kannst hier irgendwelche komischen Tree-Wing-Mini-Schräubsken kannst du aufdrehen. Was dann da drunter ist, weiß ich nicht. Kann man vielleicht in irgendwelchen Videos sehen, wo WLAN-Antennen oder Bluetooth-Antennen verlängert werden oder abgeschirmt. Naja, gut. Aber irgendwie so die Akkufrage finde ich... Stellt sich. Ja, naja, wir werden uns wohl überraschen lassen, ne, wie lange die Dinger halten. Ja, dass man den Akkus, weiß ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß sowieso ehrlich gesagt nicht bei dem Punkt, wo Nintendo. Ich habe ja gedacht, dass sie irgendwann auch mal vielleicht andere Joy-Con-Varianten rausbringen, vielleicht mit einem Steuerkreuz oder so. Würde ich halt persönlich ganz toll finden, weil du kannst ja theoretisch einfach nochmal so einen anderen Joy-Con rausbringen für die linke Seite und den könnte man separat kaufen. Also eigentlich sind da sehr viele Möglichkeiten. Ja, das kann man auch als Gimmick nutzen, dass du dann deinen Yoshi-Joy-Con hast oder irgendwie sowas. Aber da habe ich gedacht, dass vielleicht in der Richtung mal was passieren könnte oder so. Weil, das ist halt der Punkt, auf den ich mit euch so gleich hinaus will. Nämlich die Frage mit dem, wir haben es einerseits ja eigentlich mit einer stationären Konsole zu tun. So sieht Nintendo das. Aber in meiner Wahrnehmung ist es eher ein Handheld. Also zumindest von der Hardwareleistung her. Ihr habt ja schon gesagt, ihr habt das alle aber noch nie als Handheld benutzt, oder? Ja, ich hatte es mal einmal mit auf der Arbeit und habe mit einem Kollegen gespielt, Mario Kart. Mhm. Aber ansonsten eigentlich tatsächlich eher zu Hause dann, ja, am Fernseher. Nee, also wie gesagt, unterwegs habe ich das noch nie benutzt. Also das ist seitdem, das ist auch ein geht, also wenn ich ein Tablet habe. Zu groß, ne? Oder? Also, ja, wenn gut, du ein Tablet hast und das immer ganz mitnimmst, klar, dann natürlich, hast du ja das Tablet auch noch. Ich bin zwar in der Zeit öfters mal Zug gefahren, aber hatte ich auch schon mal überlegt, das mitzunehmen.
Aber ja, nee, das klappt einfach nicht. Also das bis jetzt noch nicht. Mal sehen, wie das war beim nächsten. Irgendwann werde ich es mal mitnehmen und dann einfach mal schauen, wie das so ist unterwegs. Dann auch mit diesen Joy-Con an der Seite, weil bis jetzt habe ich das Ding fast nur mit dem Pro-Controller genutzt. Gut, kannst du natürlich auch unterwegs machen, hat ja auch so seine Funktion, aber ja, ich sehe es halt ähnlich. Es ist halt so eine Sache, also einmal bin ich da wahrscheinlich kein stolzer Gamer in dem Sinne, weil wenn ich jetzt im Zug bin oder ähnliches und ich würde mich da ins Abteil so setzen, so, wenn ich dann ein Tablet oder meinetwegen mein Handy so in der Hand habe und ich zock nehme, was, dann denkt sich jeder, oh, das nimmt er halt für wichtige Business-Sachen und nebenbei spielt er halt auch mal auf dem Ding, alles klar. Wenn ich da mit meiner Switch sitze und demonstrativ, nee, ich bin richtiger Gamer, ich nehme meine Konsole mit, überall wo ich bin, ist mir das Stück weit unangenehm irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie nicht mehr so, als wäre ich jetzt noch Kind und sage, ja, ich habe halt mein Gameboy, ich bin halt ein Kind. Und dann sagt jeder, ja klar, das ist ein Kind, oder? Das ist ein Gameboy. Also ich nehme ab und an auch meinen Gameboy mal mit. Okay, das kannst du jetzt auch in Berlin machen, dich in die U-Bahn setzen mit deinem Original Gameboy und dann sagt Jana, ah, geiler Hipster. Ihr alle habt eure ganzen Handys, aber ich habe mein Gameboy. Ja. Also das kannst du bringen, da wirst du auch eher bewundert. Aber ja, wie gesagt, das ist irgendwie, es ist halt einerseits, es ist ein schön großer Bildschirm und ich habe eigentlich auch immer gedacht, ja, ich möchte auch lieber eine Konsole für unterwegs mit einem schönen großen Bildschirm. Auf der anderen Seite, das Ding ist echt riesig und es hat halt auch keine Schutzklappe. Das heißt, ich muss auch noch die Tasche mitnehmen, weil sonst mache ich mir Sorgen, dass mein Trotzschutzfolie, die drauf ist, die auch gut ist, mir meinen Bildschirm zerkratzt und das ist dann irgendwie mit der Tasche, also das kriege ich nicht in meine Hosentasche rein. Das macht das Ganze irgendwie schon wieder leicht unpraktisch. Leicht. Ich habe es aber tatsächlich mal mitgehabt, weil ich war mit meiner Familie und Schwester und Schwager und allem möglichen, wir sind dann nach Dänemark in ein Ferienhaus. Und da haben sie dann alle vor ihren Tablets nachmittags manchmal gehangen, wenn das Wetter schlecht war. Und das ist in Dänemark immer schlecht, weil es ist Dänemark. Warum seid ihr dann nochmal in den Urlaub gefahren? Ich weiß es nicht, die wollen immer nach Dänemark. Nein, wir sind auch unterwegs gewesen und alles und auf Deichen spazieren und am Strand und waren auch im Pool und alles. Aber wie es halt so ist, wenn es manchmal nachmittags regnet, denkt man sich, ja gut, Kinder, also meine Nichte und so, müssen alle noch umgezogen werden, jetzt hocken wir alle, also macht jeder noch mal was für sich oder abends oder so. Und dann habe ich halt ganz viel Breath of the Wild weitergespielt, weil ich habe ja schon mich geoutet in dem Punkt, ich bin süchtig. Also ich habe es dann wie blöd weitergespielt und weiter Schreine gesucht und alles. Und meine Nichte hat halt dabei die ganze Zeit zugeguckt und immer gefragt, wer ist das? Was macht der? Und ich so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ja, ich muss dahin und muss jetzt das Rätsel lösen. Kriegst du das gelöst? Nein. Ist das Zelda? Nein. Nee, das war halt echt gut so. Immer nur, und Chris, hast du es jetzt gelöst? Nein. Aber wir haben schon gegessen, hast du es immer noch nicht gelöst? Nein. War mal leicht lustig, so, war leicht lustig. Deine Tochter ist gerade versehentlich die Treppe runtergefallen, 5-mal hintereinander. Ich weiß auch nicht. Oh nein, meine Nichte sehe ich nicht. Aber das war dann so der witzige Moment, wo dann meine Nichte noch weggegangen ist und ihrem Vater, also mein Schwager, dann gesagt, was macht, mein Schwager fragt, was macht Chris denn da? Oh, der spielt ein Spiel, aber der kriegt das nicht gelöst. Genau, der ist doof. Aber das ist ja halt die große Frage, weil Nintendos Hauptaugenmerk war ja zumindest am Anfang auch beim Marketing, ey, du zockst gerade dein Skyrim, zieh einfach dein Tablet da quasi aus der Dockingstation raus und begib dich in die Welt damit. Und das war ja da, deswegen, ja, die Hardware ist halt nicht so stark wie bei anderen, aber dafür sind wir halt portable. Das ist ja auch bei jedem Gamers Global oder auch andere möglichen Seiten immer das Argument, wenn irgendwie jetzt kommt Skyrim, jetzt kommt Doom, aber es gibt's doch schon für alle Systeme günstiger. Ja, aber jetzt für unterwegs. Ich brauch's nicht unterwegs, weil ich hab's vor 4 Jahren durchgespielt. Nein, aber ich nutze es ja auch fast so nicht. Das war jetzt ein Ausnahmefall. Ich nutze es nie unterwegs. Ich habe auch gedacht, ey, ich könnte ja abends noch ein bisschen weiterspielen, aber dann denke ich mir, nee, mein Wohnzimmer ist ein Raum weiter, also warum soll ich's? Nee. Gut, vielleicht beim Kind so, obwohl auch Kinder haben heutzutage eigene Fernseher im Zimmer. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe jetzt am Bahnhof noch keinen gesehen, der da mit seiner Switch stand. Ich habe auf der Gamescom ein paar gesehen. Ein paar, also aber auch nicht so ein paar Leute, die mal um ihre Switch, das habe ich, an einem Tag ist mir das mal wirklich aufgefallen, die saßen
vor so einem Raum saßen die davor und hatten dann ihre Switch und saßen da mit vier Mann drumherum. Da habe ich gesagt, oh, süß, geht ja wohl doch auf das Konzept von Nintendo. Aber viel mehr ist mir das jetzt nicht aufgefallen. Ja, also ich weiß ja nur eben, früher zu Gameboy-Zeiten haben wir ja auf dem Schulhof. Ja, natürlich. Also jeder, also bei uns in der Klasse hatte jeder einen Gameboy. Und auch nur Gameboy, also nicht Game Gear oder Link. Oder so. Du konntest dich den denn leisten. Ja, genau. Du weißt ja nicht, auf was von der Schule das Scorp gewesen ist. Auf seinem Elite-Internat war es natürlich Lynx. Ja. Bitte, habe ich drei Stück von. Nur als Untersetzer für meinen Tisch. Nee, keine Ahnung. Nee, ich weiß es nicht. Also ich kannte keinen, der sich ein Lynx hätte leisten können. Weil das war echt ein Nobel-Ding. Also schon Game Gear gab es, aber war teuer. Also Gameboy habe ich viel gesehen und ja, sehr viel. Gameboy hatte gefühlt irgendwie jeder. Aber ich weiß auch nicht, ob ich mein, also wenn ich Kinder hätte, ob ich die mit einer Switch zur Schule gehen lassen würde. Nee, auf keinen Fall, weil es ja meine ist. Die machst du nicht kaputt, ne? Wir spielen heute wieder ein lustiges Spiel, Sohn. Du guckst Papa zu, während er Switch spielt. Nein, Quatsch. Aber nee, ich würde es... Tatsächlich, also es ist ja ein großer Unterschied. So ein Gameboy ist ein relativ robustes Gerät gewesen, ne? Auch heute noch. Genau, die. Ja, falls. Und die Verbindung der Joy-Cons, das wäre ja auch wieder so eine Frage, hält die überhaupt so ein Schulranzen aus? Boah, das ist echt ein. Oder ja, Schulturnister, je nachdem. Es ist eine echt gute Frage. Und vor allem, wenn das einmal dir wirklich aus der Hand fällt und dann auf dem Schlupfboden. Ich meine, klar, so ein Gameboy ist dann auch zerkratzt, ne? Und nicht umsonst kriegst du bei eBay nur noch Gameboys mit mega zerkratzten Bildschirmen. Aber es funktioniert noch alles und du kannst immer noch alles gut erkennen. Ich weiß nicht, ob das bei einer Switch unbedingt zugegeben ist. Bin ich mir nicht sicher. Ja. Also. Nö, ein paar Mal runtergefallen wird die wahrscheinlich auch die Spider-App kriegen, ne? Und alles. Das bestimmt, wird alles passieren. Gut, beim Gameboy wollen wir mal. Also beim Gameboy kann natürlich auch diese angeklebte Flachbandkabel. Lage da innen drin sich lösen und dann hat man da irgendwelche komischen ausgefallenen Streifen drauf. Das ist schon auch so ein Knackpunkt bei den Dingern, ne? Aber also grundsätzlich so eine Jacken-Innentasche halten die ja ganz wunderbar aus oder irgendwie. Also es war zu meiner Grundschulzeit halt eigentlich verboten. Gameboy war sogar explizit verboten. Das ist echt krass. Weil das Ding war so populär, dass sogar die Lehrer wussten, was das ist. Ja, keine Gameboys hier. Der Witz war, sie dachten auch noch, als die PSP später rauskam aus Schulhof, was machst du mit deinem Gameboy hier? Weil Gameboy war so der Inbegriff von allem, was du unterwegs tragen konntest. Aber tatsächlich, Gameboy war verboten, wurde dann aber doch immer in irgendwelchen Schulhofsecken gemacht. Gameboy gespielt und es haben super viele ihre Gameboys immer mitgenommen oder auch unterwegs irgendwo gesessen. Und später kam dann nochmal der zweite Frühling für das Ding. Als quasi dann Pokémon rauskam, da war ich schon aus dem Alter raus, dann saßen aber die ganzen Kleineren alle auf den Schulhöfen rum und haben ihren Gameboy noch mitgeschleppt. Also ich war aus dem Alter raus, mein Gameboy quasi mit in die Schule zu nehmen, ne? Und haben da überall dann noch Pokémon gespielt. Also das war auch eine Riesennummer. Oder sind auf dem Schulweg nach Hause gelaufen, habe ich auch gesehen, haben auf dem Weg Gameboy gespielt. Hat sogar einer meiner Brüder gemacht. Das so verbreitet war das. Die Switch, weiß man nicht. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn das Ding günstiger ist, weißt du? Dann kann ich mir das eher, jetzt ist das noch so ein teures Gerät, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Die Kids, sagen wir mal, wir reden jetzt mal hier von sagen wir Real, also im Bereich Realschule und Gymnasium, also weiterführende Schule jetzt einfach mal. Ja gut, aber auch die haben ja alles Smartphones. Ich wollte gerade sagen, die haben teure Smartphones, also warum keine Switch dann mitschicken? Das ist, glaube ich, denke ich mal auch ein... Ja, hast natürlich recht, aber das ist dann auch wieder halt der Punkt. Sie haben schon ihr Smartphone. Ja, ich spiele genau, wollte ich gerade sagen. Die schicken sich dann irgendwelche Dickpics unter der Schulbank oder so, was weiß ich. Was? Unter all den Sachen, die sie machen können, Snapchat, WhatsApp, ja. All den Möglichkeiten. Was fällt Sven als erstes? Ja, Dickpics. Ich meine, was sollen die sonst? Wofür hat man Smartphone-Kamera? Mein Gott. Ja, damals mit der Gameboy-Kamera konntest du das ja unterm Schultisch kaum erkennen. Ja, die konntest du ja nicht schicken. Du konntest du Module tauschen. Hier, ich habe mal voll gemacht. Oh Gott.
Stell mir das so vor, da ist der Fernsehwerbespot und nicht Fotografie, Fantografie und klebt sich das Bild an die Stirn und rennt es vom Fernseher. Geil, das ist ja genial, das Ding. Boah, fuck, da müsste man echt mal so ein Video draus machen. So. Oh nee. Was wäre, wenn es vor allem, du kannst das. Der Witz ist, du kannst das machen, die Kamera ist so schlecht, ja. Dann kennt keine Sau. Und dann hast du noch den Drucker mit dabei, diesen Thermodrucker. Was drückst du das, Sven? Sachen halt. Du kannst aber eben so ein mit dem Handy so ein Dickpick machen, das irgendwie jemand schicken, aber wenn du dann in der Klasse sitzt und noch deinen Printer. Moment, eins brauche ich noch. Geil. ja, okay. So, das war der Höhepunkt des Podcasts, das können wir nicht mehr toppen. Also von hier an geht's bergab. Ja, aber das ist halt, für mich ist diese Überlegung halt und der Gameboy-Vergleich halt daher interessant, weil ich habe ja ein 3DS, ich weiß ja auch. Und ist jetzt halt die Frage, also kommt ein Nachfolger des 3DS oder ist jetzt wirklich Switch die Handheld-Zukunft, was Sinn machen würde, weil sie haben die Teams ja zusammengelegt von stationären und Handheld-Entwickler-Studios, die für Nintendo entwickeln und das neue Pokémon soll ja auch dafür dann angeblich rauskommen, meine ich zumindest. Das so rausgehört zu haben. Das heißt, eigentlich ist er dann deren Handheld-Konsole die Switch. Insofern. Ja, gut, der 3DS ist ja immer noch großer Markt. Also, ja, klar, der wird auch immer noch mit Portierung versorgt, wie Fire Emblem oder so. Der ist ja nicht weg. Nur die Frage ist jetzt: Bleibt jetzt für immer 3DS oder kommt jetzt dafür Nachfolger oder ist jetzt Switch Nachfolger für Wii U? Ach so, meinst du das also, dass das wirklich 3DS. Ja, da lassen die sich überraschen halt auch, ne? Wie es läuft, denke ich mal. Ja, klar, also überraschen lassen sich auf jeden Fall. Das ist ja dieses Ding, was wir auch mit dem DS hatten. Nein, das wird parallel zum Game Boy Advance. Dann lief der DS super, ich glaube, einer der meistverkauften Konsolen aller Zeiten. Und dann haben sie sich gedacht, Game Boy Advance, nein, DS ist ja da, ist offensichtlich der Nachfolger. Und dann war das Thema von wegen drei Säulen oder wie es damals hieß, Three Pillars vom Tisch. Und dann war der Game Boy Advance weg. Und jetzt ist halt die Frage, ob sie das sich so wahrscheinlich auch aufhalten wollen und sagen, nein, 3DS ist noch da und voll gut. Und wenn die Switch dann doch nochmal richtig doll durchstartet, dass sie sagt, was, nein, wir haben die Switch. Also, aber dann ist halt die Frage, es ist ja der Wii U-Nachfolger, als das ist es angekündigt. So, es ist eine stationäre Konsole. Wenn jetzt aber der 3DS nebenbei irgendwann, ich meine, komm, in 5 oder 10 Jahren, irgendwann wird der Punkt erreicht sein, wo auch die Kids sagen, so, nee, also 3DS wird langsam. Also rein theoretisch, ich überlege, ich glaube Ende 2004 kam der DS raus. 2011 kam der 3DS raus. Also das heißt, du hast irgendwie 7 Jahre. Ja. Rein theoretisch müsste Nintendo, wenn wir jetzt noch von diesen Zeiten ausgehen, müsste den eigentlich dann jetzt mal langsam ankündigen. Aber anscheinend haben sie ja einen ganz guten Lauf. Sie bringen ja ständig neue 3DS raus. Da kommt ja das aktuelle Modell war ja hier die Super Nintendo Edition. Also die bringen ja irgendwie ständig neue Editions raus, die sich ja auch noch gut verkaufen. Also das ist ja wirklich krass. Ich habe in meinem Freundeskreis Leute, die 3, 4, 5 3DS haben. Ja, das ist, ich bezweifle das auch nicht, dass das in dem Maße noch läuft, wobei ich da aber auch denke, dass abgesehen mal davon, dass es noch ein paar Sondereditionen gibt, die auch bestimmt noch gut weggehen, generell der Markt schon, was 3DS geht, also nicht von Spielen, sondern jetzt vom verkauften Konsolen. Der ist gesättigt. Ich glaube, die sind jetzt bei 70 Millionen oder so. Also da wird nicht mehr viel. Also du denkst, dass da noch Nachfolger kommt, dass quasi, was nennen wir jetzt mal arbeitstechnisch 4DS, dass der quasi noch kommt und parallel mit der Switch läuft? Schwierig. Also ich kann es mir schon vorstellen, weil der Preisunterschied, ne, so Switch so kostet immer noch das Doppelte, wie jeder 3DS, der rauskommt. Das heißt, es ist eigentlich ein völlig anderer Markt, also auch was die Finanzierung losgeht. Und es ist ein 3DS, also wie du schon sagtest, die Switch, die musst du dann irgendwie gesichert schön im Rucksack haben, ne, rausnehmen, auch so eine Schutztasche mit rausnehmen. Den 3DS, den klappst du immer noch zusammen und legst den da rein. Also der ist halt einfach robuster. Das Ding ist halt wirklich definitiv vollkommen als Handheld konzipiert.
Jetzt hat Nintendo ja mal den Versuch gestartet mit Super Mario Run auf den Smartphones, der ja wohl ganz okay war. Pokémon Go war ja auch ein sehr guter Erfolg. Ist ja noch sehr erfolgreich. Ja, also Pokémon Go war natürlich ein Riesenhype und war ein über erwartet großer Erfolg. Bei Mario Run ist es so, es hat sich gut verkauft, für Verhältnis für diesen Markt sogar richtig gut. Nintendo selber hat dazu ja sich dementsprechend geäußert, dass sie eher unter den Erwartungen gefragt, Alter, was habt ihr erwartet? So, ihr wart seit zum ersten Mal auf diesem Markt. Also es und es war solide. Was habt ihr gedacht, dass die Leute da, ne? Es ist einfach ein anderer Markt. Sie haben es ja groß angekündigt. Sie haben es ja, wie die Switch auch, die hatte ja Super Bowl Spots und alles. In den USA haben sie es halt bei Jimmy Fallon, also in der Tonight Show, die bekannteste Fernsehshow, die es gibt in den USA. Das ist eine Late Night Show, so. Ist wirklich so. Ist so deren Show, die am meisten gesehen wird. Und da haben sie halt auch das Mario Run angekündigt und Jimmy Fallon war da auch ein ganz dankbarer Gastgeber, weil der ist persönlicher Mario und Mario Kart Fan, daher bot sich das an. Da haben sie also viel reingesteckt, das groß zu promoten. Und ich denke, Nintendo hat ein bisschen übersehen, dass auf dem Handy halt immer noch ein anderer Markt ist. Also wenn du für eine Konsole Mario rausbringst, dann hast du halt Leute wie wir, die sagen, oh Mario, das ist uns ganz wichtig, das finden wir toll, da gucken wir auf jeden Fall mal, was das ist. Während auf dem Handy du halt auch Kundschaft hast wie meine Mutter oder so, die sagen, Mario, ja, spielen irgendwie die Kinder, aber keine Ahnung, Candy Crush hat mehr Downloads und die sieht das halt gleichwertig. Für die ist ein Candy Crush das gleich wie Mario. Ist halt wieder eine von diesen Apps, die es halt so gibt. Und ja, ist so. Dieser Markt sagt nicht, oh, das ist Konami. Oh, also, das ist ja was Besonderes seit Kindern. Nee, die haben halt nicht diese Haltung. Das heißt, da muss sich quasi Nintendo, wie soll ich sagen, Anerkennung fast schon wieder neu verdienen bei einer etwas anderen Zielgruppe. Ja. Und ich glaube, das hat Nintendo nicht so gesehen. Aber ich weiß nicht, also denkst du, dass ich dachte eigentlich eher, dass die Handymarkt eher so als, ja, wie soll ich sagen, als Werbung benutzen? Ja, natürlich sagen die, nein, Handymarkt, da machen wir nur ein bisschen hier mal so ganz, ganz wenig, nur mal kurz testen. Aber Nintendo ist nun mal ein gewinnorientiertes Unternehmen. Und sagen wir mal so, hätte sich jetzt Super Mario Run mega verkauft, dann hätten die auch sofort gesagt, okay, hier, warte mal, lass mal schnell gucken, da können wir bestimmt noch was anderes machen und so weiter. Ne? Also machen wir als nächstes Own Zelda irgendwas in der Richtung. Da wäre schon was möglich gewesen. Also ich glaube, da wäre mehr möglich gewesen. Da wäre Nintendo vielleicht andere Schritte gegangen. Ne? Deshalb gehe ich aktuell sogar wirklich davon aus, dass die noch eine Handheld-Konsole rausbringen werden. Ja, okay. Ja, das ist halt interessant. Wir haben beim letzten Podcast, welches Thema da auch immer war, auf jeden Fall auch über Switch, waren wir alle skeptisch und alle, ja, mal gucken, muss man sehen. Und ich hatte halt gesagt, ja, ich werde es mir wahrscheinlich eh kaufen, aber ich bin trotzdem skeptisch. Und jetzt haben wir sie alle gekauft und jetzt sind wir, so hatte ich das jetzt rausgehört, alle eher. Und ich hoffe weiter inständig, dass das auch die anderen Entwickler sehen, dass sie sich nicht abschrecken lassen von der Speicherbegrenzung momentan, dass halt auch weitere Top-Titel und dass auch an Top-Titel zum Release rauskommen werden. Also, wie gesagt, wenn ich weiß leider nicht. Ich habe mich echt gefragt, also da habe ich mich wirklich gefragt, ich war ja ein bisschen auch positiv überrascht, aber als Rockstar Games wirklich L.A. Noire angekündigt hat, da habe ich auch erstmal gedacht so, warum L.A. Noire? Also das ist ja jetzt nicht gerade die Marke, die du sofort mit Rockstar in Verbindung bringst. Ich hätte jetzt eher gedacht Red Dead Redemption oder halt GTA. Deshalb wundert es mich wirklich, dass die L.A. Noire rausgebracht haben. Also bei Red Dead Redemption wäre ich abgegangen. Ich habe es ja immer noch nicht durchgespielt. Witzigerweise spiele ich seit ein paar Wochen wieder. Ich versack aber immer wieder an irgendwelchen Blackjack- oder Pokertischen.
Ja, es ist halt das andere, habe ich ja schon am Anfang gesagt, das andere Spiel, wo ich irgendwie, genau wie du, all diese Nebensachen die ganze Zeit gespielt habe und ich habe es halt auch komplett durchgespielt und alles. Ich fand das Spiel extrem gut. Also ich bin bei GTA halt eher so ein Spieler, ja, ich fahre überall rum, mache alles kaputt und spiele ein paar Missionen, aber ich bin nie von der Story so ergriffen, außer jetzt bei Vice City oder so, dass ich jetzt Bock habe, es wirklich die Handlung durchzuspielen. So spiele ich es halt. Und das war halt anders bei Red Dead. Bei Red Dead war so, ey, cool, ich will echt wissen, was aus dem Charakter wird. So. Und mir hat das Spiel halt extrem gut gefallen. Aber ich, das mit L.A. Noire erkläre ich mir halt so, das ist ein Spiel, das hat sich schon gut verkauft, denke ich. Also ich habe es mir ja auch gekauft damals und es hat ja auch viel Aufmerksamkeit gekriegt wegen dieser neuen Motion-Capture-Methode, die sie hatten und diesen Entscheidungsmöglichkeiten. Aber es ist dennoch, glaube ich, ein Titel, den viele nicht gespielt haben. Und wo du vielleicht eher, also eine andere Sicht quasi als Bethesda, die gesagt haben, ey, wir bringen Skyrim raus, weil Skyrim ist Skyrim. Und ich glaube eher, dass Rockstar Games die gesagt hat, hey, lass uns doch ein Spiel nehmen, was total gut war, wo wir voll viel Mühe reingesteckt haben, was aber einfach nicht so viele gespielt haben. Und geben dem nochmal eine Chance. Das kann, das würde sogar recht logisch klingen, weil, also die waren auf jeden Fall unter den Verkaufszahlen. Also das auf jeden Fall, also die erwarteten Verkaufszahlen waren höher und da war Rockstar schon ein bisschen enttäuscht. Deshalb hat es mich halt wirklich gewundert, dass sie das dann nochmal rausbringen. Und das ist ja auch schon, also irgendwie 6 Jahre später, ne? Also das ist ja, das kam irgendwie 2011 raus. Und witzigerweise, das hatte ich auch sogar auch schnell durchgespielt. Also halt schnell durchgespielt, aber das hatte ich auch wirklich nicht so wie jetzt GTA 5, wo ich jetzt irgendwie 3 Jahre für gebraucht habe, um das mal durchzuzocken. Und vom Red Dead Redemption, wie gesagt, wollen wir erstmal gar nicht reden. Hat mich schon ein bisschen gewundert, deshalb. Aber vielleicht war es auch eine Testprojekt, wo sie jetzt einfach mal gesagt haben, okay, wir probieren das jetzt mal. Und wenn das funktioniert, dann kommt vielleicht wirklich GTA 5 oder Red Dead Redemption. Das wäre halt eine Riesennummer. Also ich weiß jetzt nicht, ob es von den Verkaufszahlen, also einfach so vom Allgemeinen her ist es eine Riesennummer, weil das würde halt bedeuten, dass Rockstar Games, was mit Nintendo, es gab ja GTA für ein DS, meine ich. Das habe ich aber nicht gespielt. Gab China Wars? Es gab oder? GTA der DS, es gab auch schon für ein das weiß ich nicht, also für ein DS auf jeden Fall. Es gab sogar ein DS, gab es dort eigene, dieses, oh, wie hieß er nochmal? Chinatown Wars. Bitte? Was ist das? Chinatown Wars? Ja, genau. Das war ja eigentlich erstmal eigenständig, nur für ein DS rausgekommen. Und kam dann aber auch noch für die PSP, meine ich. Richtig, kam dann später nochmal für die PSP. Ja. Aber ansonsten war das sogar was Eigenständiges. Aber für Wii und für GameCube. Für den GameCube, dankeschön, bin ich mir sicher, gab es kein GTA. Nein, das hätte ich mir gekauft. Das gab es nicht. Also bei den GTAs habe ich eigentlich alle Teile, die es so gab. Und außer halt den für DS. Den hatte ich übersprungen, weil der für die PSP netter gestaltet war. Sagen wir mal so. Weil mehr Performance in der Konsole. Ja, klar. Logisch, ne? Das wäre aber eine große Nummer. Das wäre vor allem auch so ein Zeichen, so, ey, wir sind die großen Entwickler und wir sind eben nicht EA und wir interessieren uns auch für Nintendo-Konsolen. EA hat ja auch wieder ein FIFA rausgebracht, aber bis jetzt halt nur ein FIFA und guckt sich da natürlich an, wie die Verkaufszahlen sind. Also an den Verkaufszahlen der Konsole kann es ja nicht liegen, weil die verkauft sich ja mega erfolgreich und auch über den Erwartungen von Nintendo. Das heißt, ich glaube, es liegt eher an den FIFA-Portierungen, die sie dafür liefern. Also das, ich weiß zumindest noch, dass FIFA für die Wii U, das hatte ich nicht gekauft. Ja, ich bin auch nicht hat sie auch FIFA-Spieler, aber da hieß es ja von allen Seiten schon, ja, das ist aber jetzt eine mäßige Portierung. Ich glaube, die war bei der Switch recht gut. Und da muss man einfach mal gucken, wie da die Verkaufszahlen sind. Weil das ist halt, das halte ich immer noch für extrem wichtig. Klar, Nintendo macht tolle Eigenproduktion, aber die brauchen halt wirklich so große Namen wie halt Bethesda, Ubisoft und dann halt auch EA. Ja, ganz klar. Würde an der Stelle sagen, zum Thema Switch, nichts weiter zu ergänzen. Also die Dinge, die mir am Herzen lagen, hatte ich gesagt. Ich habe die Dinge, die ich euch
gerne fragen wollte, euch gefragt. Das sind ja so die beiden Säulen für mich, für diesen Podcast. Ich möchte selber was sagen und vor allem möchte ich wissen, was ihr über gewisse Dinge denkt. Das habe ich erfahren. Ihr seid auch alle positiv dem Gerät gegenüber eingestellt, was keine Selbstverständlichkeit ist. Wir waren überskeptisch. Ja, ja, wobei... Also zu Recht auch mit Blick auf Wii U, ne? Entschuldige? Ja, wobei es ist ja immer noch irgendwie so eine Zweitkonsole, ne? Ja. Switch. Also das ist irgendwie seit Wii ja so der... Ja, ich weiß nicht. Es ist irgendwie ein Makel, den... Oder? Den so jede... Nintendo-Konsole seitdem hatte irgendwie, dass es immer nur so eine Zweitkonsole irgendwie ist für. Es liegt halt an der Hardware, was Multiplattformer. Also klar, du kannst natürlich theoretisch immer sagen, mein PC ist eher alles bei, aber es gibt nun mal viele Leute, die sich sagen, nö, ich möchte mein GTA halt nicht am PC, ich möchte das an meinem großen Fernseher, ich möchte das im Wohnzimmer spielen. So. Und diese, oder mein FIFA, so. Und dafür ist für die meisten seit der Wii, seit Nintendo halt gesagt hat, nö, wir wollen nicht mehr ganz mit oben mitspielen mit bester Technik. Ist Nintendo nicht mehr attraktiv. Weil die Wii eben, da war das FIFA auf PlayStation 2 Grafikniveau. Ja. Und eben nicht wie bei der PS3 oder bei der Xbox 360. Und jetzt ist es auch so, sie sind nicht auf dem Technikstand von PS4 und von Xbox One. Richtig, ganz genau. Weil, sagen wir jetzt als Beispiel, Red Dead Redemption 2 kommt dieses Jahr raus für die Xbox One. Mhm. Käme es jetzt auch für die Switch raus, würde ich niemals sagen, hey, ich hole mir das auf jeden Fall auf der Switch. Richtig. Würde ich auch nicht tun. Würde ich tatsächlich auch nicht tun, weil das ist ein Spiel, was tatsächlich enorm Grafik und Performance braucht. Davon kannst du ausgehen anhand der Trailer. Und dann kannst du dir schon denken, okay, selbst wenn sie es rausbringen würden, wären sie nicht, denke ich, aber wenn sie es rausbringen würden für die Switch, muss das eine massiv beschnittene Fassung sein, wo sie ordentlich die Detailgrad an Grafik und so weiter runterschrauben müssen. Und da zählt für mich auch nicht dieses Argument, ja, du kannst es ja auch unterwegs spielen. Weil, nein, das wird aber kommen. Ja, aber dann werde ich sagen, nee, sorry, sowas wie Red Dead Redemption 2, das will ich abends auf der Couch gemütlich am großen Fernseher mit schön ordentlich Sound hören und nicht, wenn ich selbst wenn ich jeden Tag einmal die Woche mit dem Zug ICE immer, so weiß nicht, 3 Stunden fahren würde, da will ich nicht im Zug sitzen und auf dem kleinen Monitor da mich durch die Prärie hotten und dann die ganze Zeit, möchten Sie einen Kaffee? Möchten Sie Zeitung? Oh, nee, also das will ich. Oder du fliegst mit Ryanair, möchten Sie einen Rubbellos? Nein. Das ist echt so. Denkst du, oh Gott, ich habe euch anvertraut, mich durch die Luft zu fliegen und ihr müsst euch Truppellose gegenfinanzieren. Ich bin mit Ryanair das letzte Mal irgendwie so ich bin vor ein paar Jahren schon mal, da haben sie es nicht mehr gemacht, aber ich bin mal vor 10 Jahren geflogen und da waren ja irgendwie diese irgendwelche so Viecher, die ganze gemacht, die haben die, warum auch immer, verkauft. Wir sind nach London geflogen und ja, und wenn sie hier bei uns nachkaufen wollen, hier und so, und dann hörst du über diese Lautsprecher, und ich denk so, alter Falter, stürzt das Flugzeug ab oder was ist hier los? Ne? Das ist echt... Ja, das ist halt, ja. Nee, aber ich wäre da halt bei dir. Also ich denke halt, das ist ein Problem. Das ist halt auch das Problem, was ich ja auch stark geäußert hatte vor einem Jahr, als es um das Thema Switch ging, dass ich halt diese Portable und Dings, dass es eine neue Sache ist, dass es vielleicht auch mega ankommen wird, wobei, witzige Sache, wir drei nutzen es überhaupt nicht in dem Sinne. Ja, aber dass ich es halt skeptisch sehe, dass Nintendo immer noch sich verweigert und seit der Wii sagt, nein, wir wissen, was Gamer in Wirklichkeit wollen und die wollen keine performante Konsole, die wollen so nicht den neuesten Multiplattformer. Aber die Verkaufszahlen geben ihnen gerade recht. Ja, eben, die sind, also ich finde nach wie vor erstaunlich. Das, ne? Weil ich bin immer noch skeptisch. Genau, und ich widerspreche mich immer noch die ganze Zeit. Ich so, ja, ich will das nicht, ich will eine leistungsstarke Nintendo-Konsole. Hast du denn die Switch gekauft? Ja. Und ich will trotzdem, dass das neueste Multiplattformer drauf spielen. Spielst du nicht die ganzen anderen Spiele für die Switch? Ja, aber also das ist das Ding. Solange ich es kaufe, sieht Nintendo bestimmt keinen Grund, seine Politik zu ändern. Aber es ist in meinen Augen schon ein Fehler, weil ich meine, bei der Wii haben sie ja einen riesen Erfolg damit gehabt. Sie waren die Zweitkonsole, haben sich aber mehr verkauft als die 360. Die Wii hat ja aber auch mit ihrer Bewegungssteuerung einfach mal echt einen Nerv getroffen. Die Casual Gamer gekriegt. Die Mutter, die Oma und aber auch mich, also als Core-Gamer, ich war vollkommen fickerig auf diese Fuchtelsteuerung. Hinterher habe ich dann irgendwann gemerkt, okay,
Ja, es nervt irgendwie auch, aber erstmal habe ich gedacht, so, oh, das ist jetzt so das, das geheiligte Land. Ne? Ja, war bei mir nicht anders. Aber das ist halt, glaube ich, das, also ich habe das erwähnt, weil ich bin der Meinung, so sieht oder hat vielleicht immer noch Nintendo das gesehen. Nintendo denkt sich, hey, dass wir die zwei Konsole sind, ist okay, weil das müssen sie denken. Sonst müssen, also die sind ja nicht dämlich, die Japaner, und sitzen da und sagen, oh, das ist bestimmt die neueste Hardware, die wir gerade verbauen. Die sind sich schon im Klaren, dass sie nicht mit der PS4 und was die aktuellen Konsolen, ja, also auch wenn Nintendo immer so tut, als wenn sie nur in ihrem eigenen Universum sind, sie sehen schon, dass es noch irgendwie sowas wie Sony oder Microsoft gibt. Ich glaube schon, dass sie das wissen, aber sie ignorieren es quasi, weil sie sagen, nö, warum? Wenn wir von beiden, sowohl von Xbox One als auch von PS4-Usern die zwei Konsole sind und vielleicht noch von ein paar PC-Usern, dann haben wir sie alle. Also, das ist deren Logik. Nur das Ding ist halt, ich sehe es nach wie vor nicht so. Ich würde es wesentlich besser finden, wenn ich quasi sagen kann, PS4, ja, gucke ich, wenn mir ein Titel gefällt, aber ganz ehrlich, für meine Multiplattformer habe ich meine Switch und die Switch deckt für mich alles ab. Ich habe die geilen Mario-Titel, Zelda und alles und ich kann mir halt das neue Red Dead holen und kann es mit super Grafik spielen. Würde ich persönlich besser finden. Ja. Aber da ja Handheld die Ausrede ist, ich meine, bei der Wii U hatten sie ja keine wirkliche Ausrede. Warum seid ihr jetzt nicht die leistungsstärkste Konsole im Vergleich zu rauskommenden, bald rauskommenden PS4 und Dings? Da war es ja, ja, aber wir haben das ist, denke ich mal, einfach ne? Ja. Da hatten sie keine richtige Ausrede. Und jetzt haben sie halt einen. Jetzt können sie sagen, ja, wir sind aber portabel. Du kannst uns überall zocken und das kannst du halt nicht mit der PS4. Obwohl doch mit der Vita. Naja, egal. Nee, kannst du nicht. Nein, kannst du nicht wirklich mit der Vita. Also, Sie haben da jetzt da ihre Ausrede gefunden, aber da, ich habe den Verdacht, es nutzen wirklich nicht viele für unterwegs. Nicht nur wir. Ich meine, wir sind jetzt nur 3 Leute, ne? Wir sind ja jetzt nicht repräsentativ für 10 Natürlich. Millionen. 3 von 10 Millionen. deswegen, aber ich habe wirklich den Eindruck, da ich so ein Ding auch nie, also ich habe 3DS schon unterwegs gesehen. Ich habe, also jetzt nicht mehr so, jetzt ist das Ding ein bisschen nicht mehr so ganz up-to-date, aber vor ein paar Jahren habe ich viele überall auch rumsitzen sehen mit dem 3DS. Ja. In U-Bahn und sonst was. Ich habe wirklich noch nicht einmal jemanden mit einer Switch gesehen. Und ich meine, ich war in diesem Jahr doch recht schon viel in U-Bahn und Co. in Berlin unterwegs und das Ding ist nicht gerade klein, es wäre mir aufgefallen, wenn einer mit so einem, ich meine, das ist so groß, das ist ja schon fast demonstrativ so, ja, ich habe das mit den rot-blauen Controllern. Ja. Oder wenn du es dir noch aufstellst mit diesen wackeligen, obwohl das geht gar nicht. Wenn du das in der S-Bahn machst, da kommt ein Hobel und batsch. Aber, und das hat nie einer getan, deswegen, ich weiß nicht, ob Nintendo da die richtige. Das würde für mich halt nur Sinn machen, wenn Nintendo halt tatsächlich sagen will, nein, das ist jetzt unser neuer Handheld. Punkt. Und wir stellen 3DS ein. Aber wenn Sven schon sagt, ich denke eher, das passiert nicht, dann bin ich offen gestanden an dem Punkt, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, welche Strategie Nintendo fährt. Auf jeden Fall verkauft es sich. Ja. Ich verstehe nicht, wie es geht, aber ja, es funktioniert. In unserem nächsten Podcast, den wir dann im März 2019 machen werden, können wir dann ja mal sehen, wie weit sich die Switch so verkauft hat. Oder ob welche Überraschungen kommen, ob der 4DS angekündigt wurde. Also ich habe auch nichts mehr. Ich dachte, das ist jetzt deine Abmoderation und wir sagen alle Tschüss. Ich habe darauf erwartet, dass du. Achso, dass du es jetzt irgendwie noch sagst, ja, dann mal Tschüss. Und dann sage ich so, ja, dann mal Tschüss und dann Scorp. Ja, ciao. Dann schneid das einfach raus und dann machen wir jetzt einfach. Genau. Und dann, ja, dann würde ich einfach mal sagen, ne, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder oder 14 Monaten. Also spätestens 3 Wochen. Also. 14 zum Jahren. Neujahr, würde ich sagen. Irgendwann. Ne? Also irgendwann hören wir uns wieder. Macht's gut. Tschüss. Jo, ciao. Tschö.